Showtime! Salöchen, liebe Pokerfreunde. Herzlich willkommen zu den Pokermasters. Jetzt geht's wieder los. Wir haben sogar den Tisch voll, wie man sieht, gleich sehen wird. Sind praktisch vier Spieler mit am Start, die jetzt wieder versuchen, hier was abzubeißen. Wir haben mal einen richtigen Reibach machen, mal einen richtigen Rubel rollen lassen, mal wieder mal so richtig Schütte und Asche in ihre Tasche zu bekommen. Wir haben also richtig den Pinke, den Zaster der richtigen Knastis sozusagen. Also richtig den Schotter spüren, ja. Und wir haben uns natürlich jetzt ein bisschen was ausgedacht, ein bisschen verbessert wieder. Wie gesagt, wir fangen ja gerade erst an mit dem Pokern und schauen, wie können wir es uns noch schöner machen. Gediegener, eleganter, absolute Oberklasse, damit praktisch bei uns die Besten der Besten genau wissen, dass sie halt die Besten der Besten sind von den Besten der Besten. Deswegen spielen sie mit, denn hier muss man halt wirklich pokern können. Ansonsten gehst du halt unter wie praktisch ein Schiff, dessen Name nicht genannt werden darf, was einen Eisberg gerammt hat. In diesem Sinne schalte ich mir erstmal in den sogenannten Tischmodus um. Kleinen Moment. Regie, bitte mal den Tischmodus. Dankeschön. So, und wie Sie schon sehen, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, Ladies and Gentlemen, haben wir diesmal sogar mit Namen. Ja, das heißt, ich brauche sie jetzt nicht vorstellen, weil man kann ihre Namen schon lesen. Legenden am Tisch. Also, ich muss es ja sagen. Es sind Legenden am Tisch und ich freue mich. Ja, mal sehen, was bei rauskommt. Wir werden dramatische Szenen erleben, das ist schon mal ganz klar, weil wir haben dramatische Legenden mit am Tisch, die praktisch versiert sind in der Dramaturgie des epischen Spielens. Und diese Besonderheit, die wir heute mit am Start haben, was ich schon angekündigt habe in einem anderen Video, wir haben die sogenannten Zaubermünzen. Ja, diese Zaubermünzen, ich zeige sie nochmal, sollte einer dieser Spieler, zum Beispiel ein, das sind Könige, richtig? ein Königspärchen haben. Und zwar dieses Königspärchen mit, ich brauche die Lupe, ich brauche größere Münzen. Und zwar ein Königspärchen mit Karo und Kreuz. Ja, ein Königspärchen mit Karo und Kreuz, dann kriegt der halt Kohle. Ich habe jetzt dummerweise noch nicht drüber nachgedacht, wie viel, aber uns fehlt sowieso noch. Normalerweise wollte ich so machen beim Royal Flash. Diese Münzen kommen noch, die haben wir jetzt nicht. Beim Royal Flash ist es so, würde derjenige 1000 Euro dazu bekommen. Haben wir jetzt noch nicht diesen Royal Flash, ja. So, wir haben aber zwei Herzen, also Pik Herz und Herz Ass. Das heißt, wenn dem so wäre, dass wir beim Royal Flash einen Tausender geben, dann geben wir natürlich bei den Assen einen 500er und bei den Königen geben wir dann praktisch 250. Es kommt noch ein Damenpärchen, kommt glaube ich auch noch. Und die Royal Flash Münzen, da habe ich drei, die kommen, die will ich dann auch verschenken. Wenn jemand einen Royal Flash bekommt, dann kriegt er auch diese Münze geschenkt. Zumindest ist so der Plan, nicht in der unteren Liga, weiter oben dann. Also jetzt noch nicht, wie gesagt, wir sind noch vor den Kreisliga-Spielen hier. Das heißt, die Leute müssen erstmal in die Kreisliga kommen, von den Kreisliga in die Semipros, von den Semipros in die Masters. Und da kommen ja dann vielleicht diese kleinen Giveaways. Ja, dann machen wir das mal so, würde ich sagen, also praktisch 500 für die Herzen und 250 dann für die Königspärchen sozusagen. Und nochmal 150, würde ich dann sagen, für die Damen, für die Ladies. Ja, so, dann gehe ich mal zu den Leuten. Also ich brauche mich nur entmuten hier, so, Achtung. So, hallo, könnt ihr mich hören? Hallo? Ich höre nichts. Und, warte mal, und Ultimichi muss mich immer noch anwispern hier, sonst kann ich praktisch nichts, ihr könnt mich nicht hören. Was habe ich denn jetzt gemutet? Achso, ich habe die Musik gemutet. So, jetzt könnt ihr mich hören? Ja. Jetzt? Ich dachte, warum sprechen die jetzt nicht? Haben die sich schon wieder abgesprochen? Wie früher bei CSGO immer so. Ja, oder bei verstehen sich Spaß. Ja. So, um es nochmal zu erklären, auch für die Mitspieler, wenn ich euch die Karten durchgebe, ja? Also praktisch KR steht für Kreuz. Ja? KR steht für Kreuz. K steht für Karo. P steht für Pik. Und H steht für Herz. Okay? Wissen wir Bescheid. Wie gesagt, Übung macht ja den Meister und das schauen wir mal. Habt ihr das verstanden mit den Münzen, ja? Habt ihr das mitbekommen? Ja. Was für Münzen? Die Münzen, die hier sind. Ultimative. Was sind das für Münzen? Was mache ich da? Wenn du praktisch es schaffst, einer von diesen Sachen zu bekommen, zum Beispiel ein Peak Herz und ein Herz-Ass, dann kriegst du 500 Euro noch dazu. Ja, aber nicht vorher. Also die anderen wissen nicht, was ich habe, oder? Also nee, erst wenn es aufgedeckt wird und du hast es. Aber du musst es auf der Hand haben. Ja. Und man muss gewinnen, oder? Nein, du musst es auf der Hand haben. Ach so, okay. Ja. Also nicht jetzt so nach dem Motto, du hast jetzt ein Herz-Ass, liegt bei dir und jetzt kriegst du in der Mitte noch ein Pik-Ass, das zählt nicht.
Ja, du musst es auf der Hand haben. Man muss es direkt auf der Hand haben. Das ist ja das Besondere, weil sonst kriegst du es ja andauernd. Das ist ja blöde. Was war das andere, was man auf der Hand haben muss? Später kommt noch dazu, ich glaube, ich habe noch die Damen, die noch kommen, aber das ist noch nicht gekommen. Und natürlich ein Royal Flash. Ja. Ein Royal Flash heißt 10 Bube, Dame, König, Ass. In einer Farbe. In einer Farbe. Der kriegt dann die Münze geschenkt. Ja. Ja, geil. Geil. Ja, noch sind sie nicht da. Ich zeig's euch dann noch. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ihr wisst ja, der Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Warte mal, ich muss mal den Chat, ich sehe den hier nicht. So, okay. Go, Ladies. Seid ihr denn alle bereit? Na klar. Ich war noch nie so bereit wie heute. Jupp. So, damit ihr nochmal hören könnt, der mit dem Tonproblem ist hier der Ulti-Michi. Ja? Hey, das stimmt gar nicht. Man hört mich doch. Jetzt, ja, jetzt. Dann haben wir hier oben den. Ja, Leute. Oh, ey, Michi, wenn du besoffen wirst, ich kicke dich, ich sag dir. Ich bin nicht besoffen, okay, mach. Ich kick dich raus. Das heißt, du verlierst deinen ganzen Einsatz. Ja, komm. Ich weiß, und Strafgeld. Abzug vom. Ich bin dabei. Mach weiter jetzt. Und so, dann haben wir hier oben den Joker, den Lyriker sozusagen. Moin, ja? Moin. Dann haben wir hier Prometheus, das ist der Macher, der wird demnächst irgendwas machen. Moin. Und dann haben wir hier unten haben wir natürlich den Istavos. Jawohl. So, wir haben noch keinen Favorit. Wir wissen noch nicht, wer von den Vieren der Favorit wird. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt vom Sternzeichen her gehen, müsste Istavos ein Favorit sein. Ich weiß nicht, was Prometheus, was hast du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Ah, oh, zwei Jungfrauen am Tisch, ein Steinbock und ein Zwilling. Das wird also interessant. Favorit ist meistens immer ein Zwilling, weil die haben manchmal, wie gesagt, wenn sie Glück haben, dann sind sie nicht zu schlagen. Ja? Also wir werden sehen, ob der Zwilling dieses Karma heute besitzt. Wir schauen mal. So. Ich bin mal gespannt, ob einer von euch. Oh, da war gerade ein Ass. Ach du Scheiße. Ich bin mal gespannt, ob einer von euch diese Münzen bekommt. Also jetzt nicht zum ist noch nicht zum Verschenken, aber ob ihr es überhaupt schafft, diese Münzen auf eurem Platz zu bekommen. Klar. Locker. So, das heißt, der Dialer, wo haben wir den Dialer? Hier ist der Dialer, das heißt, der geht hier los. Ja, aber es ist ja nur Glück oder nicht, ob du das bekommst. Wie Glück? Naja, es ist ja, im Prinzip ist es ja nur Glück, ob du halt die Münzen bekommst. Natürlich, aber wenn du das Glück hast, ja, dann ist doch Fortuna auf deiner Seite, oder? Ja, ja, stimmt. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Ja, ich habe den Diener bezahlt, deswegen. Ja, okay, gut. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Okay. Gut, weiter. Machen weiter. Oh, liebe hier. Oh, Digga. Schande. Ich würde nur. Mach doch einfach weiter jetzt. Natürlich, weil wir machen noch ein bisschen kleiner hier. Und dann mehr Platz zum Rangieren haben. Okay, das heißt, wir gucken mal. Wie gesagt, ich muss erstmal hier. Achso, den Discord muss ich auch rüberziehen. Damit ich hier optimal arbeiten kann. Ich sag ja, in 10 Jahren sind wir die richtigen Profis, sag ich euch. Wir sind ja sowas von abgebrüht. So, das heißt, wir fangen mal mit Istavos hier in der Liste an. Istavos. Oh, haben wir jetzt alles richtig soweit? Ja, wa? Nee. So, und zwar fehlt ja noch die Kohle. Wir fangen wieder an mit 50 für den Big Blind. Und Istavos ist praktisch das Small Blind. Später erhöhen wir dann wieder, ne? Ihr wisst ja. So, Istavos. Na, 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 na. Könnt ihr die Musik hören? Nee, ich hab die aus. Das heißt, ihr habt den ganzen Stream aus, sozusagen. Nur die Musik. Wann kann man die Karten sehen? Ab hier, warte mal, ich muss mal gucken, wann man die Karten sehen kann. Ja, bis hier, okay, ich weiß, das heißt, ich kann also so gucken. Ich habe das Gefühl, dass man die Karten sehen kann. So. Ich muss am Anfang mir mal ein bisschen Geduld, wie gesagt, muss ja mal reinkommen, ja, mein Gehirn ist noch gar nicht richtig da, Mann. So, dann haben wir Michi Wussen. Ne, warte mal, als nächstes haben wir dann Prometheus. Das ist cool mit den Namen, jetzt kann ich immer auf dem Dings hier gucken, wo die Namen mit den Namen. Ich finde das ganz gut. Ja. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Also mit den Spielern hier wird es auf jeden Fall eine interessante Kiste hier. Wieso? Weil wir die härtesten sind.
Die härtesten. Die härtesten der härtesten. Weil wir die Besten sind? Es ist auch, also wir sind ja relativ gut allesamt, oder? Ich weiß nicht, Prometheus, spielst du Poker? Mhm. Oh, dann sind ja die richtigen Zocker hier am Tisch. Warte mal kurz. Steveus. Ist doch Steveus, oder? Ja, das ist Steveus, Mensch. Steht doch da. Jetzt kick doch mal auf den Bildschirm, Mensch. Ich ja. Du gehst gleich 5 Minuten in die Ecke. Da fehlt das IS, also das ist der, also das ist der, was fehlt halt. Also das. Nein! Ja, auf jetzt. Nee, ich war nur verwirrt. Ja, okay, machen wir weiter. So, warte. So, warte mal, Prometheus, zack. Dann haben wir Joker. Wie gesagt, erstmal muss ich auch die Liste hier einpendeln, wie ich am besten poste. Wollt ihr denn heute schöne Karten alle haben, immer? Also immer so, oder? Also wollt ihr leicht spielen oder wollt ihr schwerer haben? Wir wollen so spielen, wie das Spiel ist. Also, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Also, ich fände es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir kurze, knackige Runden machen. Also so kurz und knackig, weißt du, ich meine? Nee. Naja, ich finde es mal... Jeder soll spielen, wie er will. Ja, ja, okay. Ja, ja, das stimmt schon. Jeder soll spielen, wie er will. Ich meine nur, wenn sich die Situation ergibt, dass man schnell und knackig spielen kann und dann vielleicht sogar mehrere Runden, das wäre schon ganz geil. Aber das ist nur mein Vorschlag an der Stelle. Mehrere Runden? Naja, nee, ist nur ein Vorschlag gewesen. Also, wie du es machst, ist natürlich dein Ding, aber das ist halt nur, wenn man kurz und knackig macht, dann geht das vielleicht auch, aber. Das liegt an euch, wie ihr spielt, da kann ich kein Dings drauf machen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn ihr praktisch so zaghaft spielt, wie eine Theater-Leinspielgruppe, dann kann ich doch nichts dafür machen. Wir spielen so, wie wir spielen. Wenn ihr wie so eine Theater-Leinengruppe spielt, dann kann ich doch nichts dafür machen. Ist halt Poker, da kann man nicht falsch spielen. So, also, das würde ich mal sagen, Smile Blind fängt an, also ist da was. Gehst du mit? Ja, ich gehe mit. Ist da was, sagt sich, ja, ich gehe mit. So, dann Ultimichi. Ich werde auch erstmal mitgehen einfach. Ultimichi sagt, geht ja. mit einem Fuffi. So, wie sieht's aus, mein Joker? Ich auch, ich geh mit. Ja, Jomo, schnappe du. So, wie sieht's aus mit Prometheus? Willst du nochmal erhöhen oder willst du noch was machen? Nee, ich checke. Du, Jomo, sagst einfach mal, ich checke einfach mal. Checker wieder am Start, sag ich euch. So, okay. Na dann würde ich sagen, pack mal eine Karte weg, weil die einfach glücklich sein will, wenn sie weggepackt ist. Und ziehen einfach mal die ersten 3 Karten. Attention, please. Los geht's. The Karte is coming off the Tisch. Wir haben hier eine wunderschöne Kreuz. Warte mal, ich muss mal die Musik einen Ticken leiser machen. Ich weiß nicht, können die Zuschauer die Musik noch hören? Für die Zuschauer? Zuschauer? Liebe Community-Zuschauer, könnt ihr alles hören? Könnt ihr die Musik hören? So, nächste Karte. Peak 4. Favoli sagt, ja, okay, Ditsch. So, Peak 4 und natürlich noch eine 8. Peak 8, Ladies and Gentlemen, ein Pärchen zeigt sich gerade in seiner schönsten Pracht. So wird es auch wieder Nacht. So, Big Blind fängt an, oder? Big Blind? Ich checke. Big Blind sagt, ich checke. Wisst ihr was? Ich checke. Wisst ihr was, checkt mit. Und Ultimichi, der Knackige. Hey, Mann, das war jetzt gemein. Ich habe mich gerade konzentriert. Hallo, du hast mir die Vorlage gegeben, dafür kann ich doch nichts. Warte doch mal. Der Knackige schlägt zu, Achtung. Das ist dein Spitzname vorher, hätte der. Mach mal auf jetzt, bitte. Warte, ich habe gerade ein Problem, weil. Na, dann löst das mal knackig, Digga. Ja, ich versuch's gerade zu lösen. Also, ich sag mal so, ich habe die zweite Karte von mir noch nicht ganz verstanden. Aber ich werde mitgehen.
Ich gehe mit. Nee, du bist. Du kannst jetzt. Es wurde noch kein Einsatz gegeben. Also willst du nur checken? Also check. Sorry, habe ich gar nicht. Schwach Ulti, Michi. So, Joker, ja, wie sieht's aus? Ich war gerade mit meiner Karte. Ja. Ich checke auch erstmal. Alter Schwede, ich dachte, ihr wolltet knackig alle sein. Ich lasse mich nicht so nicht verleiten. Wir sind doch hier nicht beim Rentnerpoker. So, los. Achtung, attention, please. Die nächste Karte ist coming auf den Tisch. Zack. Da ist es schon. Ein S-Line. Oh, guck mal, ein Herz-S-Line. Aber leider nicht auf eurer Hand. Schade, sonst hättet ihr, wenn die Minzen schon fast in eure Richtung getreten. So, okay, jetzt mal hier Big Blind. Wie sieht's aus? Erhöhen wir um 50. Ja, ist immer 50, wa? Na gut. Fofi, ruf hier. Wisst du was? Ja, ich geh mit. Wisst du was? Sagt, ja, komm nicht. Kostet ja nichts. So. Ja. Dann Ulti Michi. Knackige 50 rein, Digga! Ulti Michi? Ja, 50? Ja, 50 mit, ja. Natürlich, knackige 50 mit rein. Also, 50 ist ja nun wirklich gar nichts. Also, ja, Leute, so. Da geht aber mehr. Ja. Joker? Ich gehe auch mal mit den 50. Ey, Joker hat heute irgendwie so, klingt fast so ähnlich wie Skyrim. Ich hab das Gefühl, manchmal Skyrim redet irgendwie so. Ja, stimmt. Die kommen aber auch beide, glaube ich, aus Bayern, oder? Nee. Also eigentlich hört sich Joker, letztes Mal auf den anderen Platz hat er sich anders angehört. Diesmal so also auf diesem Platz, da hört er sich so ein bisschen anders an. Femininer. Femininer, Digga. Du bist auf dem Mädchenplatz. So, okay. Dann war nicht Wildkatze? Beim ja, letzten Mal? Warte mal, Prometheus, ja. Du hattest ja am Fuffi reingehauen, oder? Ja, dann sind wir durch, ne? Ja. Ist ein bisschen trocken angefangen. Ihr solltet die Martinis beiseite stellen. So, okay, letzte Karte. Attention, please, finale Karte ist coming auf den Tisch. Jetzt zeigt sich, wer schon mal ein bisschen ein paar Rubel in seine Tasche bekommt, dass er sich noch mal ein paar Stachel Zigaretten holen kann. Achtung. Oh, ne 3-8, Ladies and Gentlemen, 3-8. Das fängt ja richtig. Ich habe ja gesagt, es ist heute spannend, Leute. 3-8. Hat jemand sogar die 4. 8? Jetzt ist es interessant. Jetzt ist es. Ich habe ja gesagt, es wird ein spannendes Spiel. Ey, was? Warte mal kurz. Was für eine 8? Bei mir hängt das Stream gerade. Was für eine 8? Bei mir auch. Welche. Ja, ich glaube, das ist ein Absturz gerade. Achso, warte, dann gehe ich auf ein Töpfchen. Dann sind die alle nicht da. Dann gehe ich einfach. Ja, okay. Dann gehen wir kurz aufs Töpfchen. Man kann euch hören, ja? Was hat sie denn für eine 8? Jetzt hat sie es gesagt gerade. Keine Ahnung. Club eine Herz 8, wenn ich sie gehört habe. Eine Herz 8? Echt? Also ich freu mich darüber natürlich jetzt nicht, das ist klar. Ich hab, ich weiß gar nicht, also ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, was meine zweite Karte ist, ehrlich gesagt. Was steht denn da? Also ich gehe eh. Nee, das sag ich nicht. Nein, das sag ich nicht. Weil ich hab normalerweise. Ich hab ja schon mal mitgespielt, schon. Also, und da wusste ich eigentlich, was die Karte bedeutet, aber die hatte ich noch nie. Also pass auf, J bedeutet Bube, ja. Q bedeutet Dame. Ah, okay, dann weiß ich Bescheid. Was? Nein, ich weiß nicht Bescheid. Michi, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Alter Schwede, Michi, du bist ja der richtige Pokerkönig, sag ich dir. Digga, du bist ja ich immer noch im Kopf. Der kann. Ja, ich hab ja auf was anderes gehofft. Kommt, leider kam es nicht. Leider kam was Besseres. Hä, ist Kursi wieder weg oder wie oder was? Bin schon wieder da. Ich bin da und wieder weg. Also Michi, danke für die geile Filmszene, die du gerade gespielt hast. Vielen Dank. Ja, das war reinstes Film-Entertainment, was du gerade abgeliefert hast. Hm. Das hat ja keiner gehört. So, dann mal los. Ich würde sagen, Big Blind fängt an. Ein 100er. Ein 100er. So, 100er. Ich auf 500. Ist du was, sagt sich, ich mach mal ein 500er rein. Muss mal ein bisschen Kohle auf dem Tisch hier. Man kann ja nicht sein. So. Warte, noch nicht. Erstmal Ulti Michi. Wie sieht's aus, Ulti Michi? Ja, ich geh weiter. Du machst mit 500 mit, ja? Ja, das ist ja wohl dir klar. Ich mach mit 500 mit. Und Joker? Ich geh raus. Joker sagt sich, oh Mann, das ist mir eine Nummer zu hoch hier wieder. Zack. So,
So, dann haben wir noch Prometheus, sagt hier auch mit, richtig? Genau. Also nochmal 400 drin. Macht ja Sinn. Reimt sich sogar. 400 drin. Macht ja Sinn. Warte mal. Das heißt, ich nehme die wieder raus und schmeiße den 5er drin. Zack. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Zack. Ja, dann sind wir durch, oder? Nochmal kann man jetzt nicht mehr erhöhen. Ja, dann zeigen wir mal die Karten. Würde ich sagen, fangen wir bei Ultimich an, weil er so spannend gerade große Kino gemacht hat hier. Ja. Sagen wir mal her, Ultimichi. Fangen wir an jetzt. Hat eine 7. Sehr ich schön. Hat er ja, jetzt. Warte, pass auf, wir lassen mal die eine Karte hier noch. Wir gucken mal, sag mal nichts, Ultimichi ruhig. So, Achtung. Ja, okay. Dann haben wir hier. Oh, zwei Asse. Guck mal, er hätte jetzt fast. Ist das eigentlich. Aber er hat es ja, wie gesagt, nicht auf der Hand. Guck mal, du hättest fast die Minze bekommen. So. Und dann haben wir sozusagen ein Ass hier. Und bei Istoros haben wir was? Eine 10. Istoros hat eine 10. Ist noch nicht besonders viel, aber wir schauen mal. Jetzt schauen wir mal bei Ultimichi. Ultimichi hat tatsächlich die Dame, hat er ja eben auch schon gesagt. Was? Hallo? Ja, ja, Ultimichi. Schönen guten Morgen. Michi hat sie gerade rausgeschossen in die nächste Galaxie. Vielen Dank. Herr, aber warte doch mal. Ich habe doch ein. Ich habe doch. Drei. Ah, nee. Hä? Habe ich denn nicht einen Flop oder so? Du hast einen Flop, richtig. Du hast einen Flop. Ja, ich habe einen Flop. Du hast einen Flop, heißt, du kannst tanzen gehen. So, dann haben wir noch... Nein, ich habe einen Flop, Leute. Was meinst du mit Flop? Der andere hat einen Ass, damit ist er höher. Der hat ein Full House durch das Ass. Ja, wo? Wer denn jetzt? Er hat ein Full House. Prometheus so, hat ein Full House. Jetzt hat er noch einen König, aber wie gesagt, er hat ein Full House, er hat zwei Asse und hat drei Achten. Und jetzt haben wir hier noch Istoros. Er hat zwei Zehen. Alter, hat er ja wirklich... Achso. Ja. Also beide... Also Ultimichi, du bist weit weg. Aber guck mal hier, leider hat Istoros gegen Prometheus noch verloren. Verrückt, oder? Echt verrückt. Weil Istoros hat auch ein gutes Blatt. Der hat zwei Zehen. Ist ja auch gut. Aber, also beide hatten jetzt, wie heißt denn dieses, was ist denn das, Full House. Ein Full House. Ja. Beide ja, haben ein höheres halt. Er hat halt zwei Asse. Beide, das muss man sich mal reinziehen. Beide haben ein Full House. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, warum Full House ist doch das Beste, was du haben kannst. Nein, nee. Beste ist ein Royal Flush. Royal Flush, stimmt. Ja. Der Royal, der alte Royal, der. Und dann 10 Bruder, aber König hat. Und das Einzige, was ein Full House übertreffen kann, sind Vierling. Tja, hat keiner gehabt. Ja. Habt ihr denn damit gerechnet, dass Ulti mich hier das hat? Was hat er denn gehabt? Ich hab gedacht, weil Ulti mich so komisch gesprochen hat, dass er eine 8 hat, aber hat er nicht. Tja. Nee, warum soll ich eine 8 haben? Er hätte einen 4er gehabt. Ja, nee, war. Ja, nee. Hör mal auf jetzt. Ja, weiter geht's. Das war doch schon mal zum Antesten. So, los. Möge die Macht mit euch sein, ne? Jo, Skywalker. Wir machen das schon. So, mal sehen. Jetzt wir machen so bei 4 Spieler, wenn der erste, mal sehen, wie, ob es jetzt schnell vorangeht. Wenn nicht, dann, wenn der erste rausfliegt, ist vorbei, ne? So, schauen wir mal an. Wenn es schneller geht, dann machen wir, bis auch der zweite rausfliegt. Also, bis dann nur noch 2 übrig sind. Aber wir schauen mal, wie es vorangeht. Wir sind ja noch in der Entwicklungsphase hier. So, das heißt, warte mal, Big Blind ein Fuffi rein. Smile Blind ein 25er rein. Okay, und los geht's. Warte mal, wir haben Dialer ist da, dann geht's hier los. Zack, 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 zack. Warte mal, kann man die Karten sehen? Ja. Zack, 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 zack. Knack, schnack, schnacker, schnack. So, wie fangen wir an? Wer kriegt zuerst hier? Diesmal Michi zuerst. Michi zuerst. Zack, zack. Und gibst du mir gerade meine Karten? Ja. Das ist lieb von dir, danke. In der Ruhe. Michi. Okay, dann Joker. Bei mir ist eine Arkaya. Warum hat Arkaya mich jetzt angeschrieben?
Akaya sagt irgendwas, wie kann ich hier freigeschaltet werden? Akaya, was ist denn los? Wie kann ich in Discord freigeschaltet werden? Wie meinst du das? Wir sind jetzt schon voll, du kannst jetzt nicht mitspielen, Akaya. Ich liebe dich, Akaya, ich liebe dich. Aber was meinst du denn jetzt, Akaya? Kann jemand mal Akaya helfen? Hier ist Skyrim zum Beispiel oder so. Discord muss nicht freigeschaltet werden. Ich muss mal das dich hier wegmachen, weil ich habe jetzt nur die Spieler, die gerade mitspielen, Akaya, ja? Mach dich mal kurz hier wieder weg in meinem Texting, weil damit sonst komme ich mit uns kriegst du noch die Karten von Joker. So. Die kann sie mir zustecken dann einfach. Hier, vielleicht kann Skyrim dir helfen, meinst du denn? Oder hier Lara, vielleicht kann dir Lara. Hilft mal hier Akaya ein bisschen dann. So. Wir müssen jetzt hier arbeiten. Wir sind ja bei der Arbeit hier. Wir müssen Geld machen hier. Die Männer wollen ja Geld verdienen hier. Die wollen alle reich werden hier. Ja, aber schön nur mein Herrenhaus haben. Siehst du, Joker, das war Joker gerade, oder? Das hört sich an wie Istemos. Es hört sich an wie Skyrim. Das kann mir nicht helfen, Mann. Ja, ist doch geil. Ey, Skyrim, hörst du das? Das hört sich an wie du. Oder ist das Skyrim, der für Joker spielt oder sowas? Wer weiß. Hey, also habe ich letztens gar nicht mit Skyrim gesprochen, sondern mit ihm. Müssen wir aufpassen, ja? Alter, Leute, was seid ihr so verwirrt heute? Was? Ja, Michi. Ja. Ja, Michi. So, Prometheus. Zack. Prometheus. Ich kann ja auch mal ein bisschen dunkler reden. Digga. Ich habe ja gesagt, heute wird es ein interessantes Spiel hier. Wer war denn das gerade, Joker? Ja, klar. Das wird ja heute ein interessantes Spiel hier, muss ich mal sagen. Das war ja richtig gut. Das wird ja ein interessantes Spiel. Und ist da was? So, sag mal. Ist da was? Zack, ist da was. Okay, jetzt mal ist da was. Also langsam werde ich ein kleines bisschen schneller, ich merke das schon. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich Gas gebe hier. Hast du mir meine Karten schon gegeben gehabt? Ja, hast du, ne? Ja. Alles gut. So, okay, das heißt also, ist da was fängt an. Hä, nein, ich fange an. Ach nee, okay. Ist du was das Big Blind? Wir machen mal mit Big Blind. Ja, stimmt. Ich checke. Ist du was. Du machst auf jeden Fall mit. Erstmal so. Ja. So, dann jetzt Ulti Michi. Ich würde auch erstmal einfach mitgehen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. So, Ulti Michi mit am Start. Joker, wie sieht's aus? Ja, auch. Und natürlich, das ist die extra Runde, da kann man mal ein paar reinhauen hier. So, Prometheus. Ich gehe mal auf 150. Prometheus sagt sich, leck mir am Arsch, ich gehe auf 150. Zack. Boom. So. Ist da was? Das heißt, du müsstest jetzt nochmal 150 bringen? Mein normaler Einsatz war 50, ne? Am Anfang. Oder 100, ne? Ja, du musst jetzt 150 bringen. Der erste, was ist der Big Blind, oder? Da muss er nur 100er. Achso, stimmt, der braucht nur genau. Ein 100er dann. Ja, okay, komm, 100er geht. Ah, komm, 100er geht. Zack. So, das heißt, Ulti Michi muss dann ja auch ein 100er, ne? Ne, er muss 125. Hä, aber stimmt, nee, auch ein 100er, stimmt. Hey, ich habe ein 100er. Ulti Michi? Wenn ich mitgehe, muss ich mitgehen. Natürlich, willst du mitgehen? Knackig und so? Ja, ich bin ziemlich knackig gerade und deshalb würde ich jetzt mitgehen. So, okay, und Joker? Auch nochmal ein Huni? Und na, siehst du? Weiter. Jetzt kommen immer ein paar Rubel hier auf den Tisch. Na, also, geht doch hier. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was so, womit wir anfangen, womit wir arbeiten. Attention, please, the card is coming off the Tisch. Karte Nummer 1. Pik 4. Karte Nummer 2. Karo 4. Junge, was ist denn hier heute los? Die Karten sind aber richtig gut heute. Achtung, wird jetzt noch eine dritte 4 kommen? Passen Sie auf, Ladies and Gentlemen. Karte Nummer 3. Karo 9. Ah, nicht schlecht.
Gut. Schön, fein, fein, supi, supi, gut. So ist sowas. Du gibst wieder mal den Ton, wir sagen mit Big Blind. Ich checke. Ist also ich sagst, gebe eben mit. Ne, hier gibt's noch keinen, ja, du bist halt darf dabei erstmal, sagst du dich. Ulti Michi? Wie viel ist denn gerade im Pot eigentlich? Also wie viel hat der mitgegangen? Also ist noch keiner. Du, wenn du jetzt entweder gehst, du machst du, ja, sagst du, du checkst oder du willst noch ein bisschen was reinpacken? Also ich würde generell reinpacken. Und zwar so 100 würde ich reinpacken. Noch, also zu, so. Okay, also Ulti Michi macht jetzt den ersten Einsatz. So, ja. Joker? Ich gehe raus. Joker sagt, ich gehe raus. Er hat nichts für Zweige gezogen. Ich habe halt nichts gehabt. Er geht noch. Ja, eher frech. Du, Joker, bluffen. So, und Prometheus? Ich geh mit. Prometheus sagt, ich geh mit. Mit dem Huni, ist da was? Ich geh raus. Ist da was, sagt, ich geh raus. So, ja, dann haben wir die Runde, oder? Ist da wieder ein paar Rubel reingekommen? Zack. Okay. Damit ist diese Runde abgeschlossen. Wir kommen zur nächsten Runde. Und die nächste Karte heißt, wird es noch eine 4 geben? Ja oder nein? Wir werden sehen. Bleiben Sie gespannt, meine Damen und Herren. Zack. Da ist sie auch schon. Kreuz 2 ist am Start. So. Das heißt also, der Smileblind, dann fangen wir mit dem Smileblind an, oder? Weil der ja sowieso schon eine große Lippe gerade hatte mit seinem Huni. Also, wie sieht's aus, Smileblind? Ulti Michi? Ja. Checkst du oder willst du noch was reinballern? Ich checke. Oh, er checkt, sagt er sich. Wie sieht's aus mit Prometheus? 150. 150, sagt er. Heute ist mein 150. Tag. Also 150. 150 mit drin. Ulti Michi, bringst du die 150? Ja, ist ja wohl klar dir. Also, ja, klar. Also, natürlich. Das ist, Leute. So, 150. Okay, Ulti Michi will auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht auf der Straße. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, das ist das Lied wieder. Kann es sein, dass sie eine kurze Playlist haben? Attention, please. The Final Card is coming. Hey, kann man mal nächste Woche mitspielen? Natürlich, einfach öfters vorbeikommen. Wir haben vorhin gesucht, aber wir waren auch schon schnell wieder voll. Immer mitspielen, Leute. Und Hallöchen alle Neuen, alle Alten. So, Attention, please. Final Card is coming. Es ist die... Kreuz 6. Das ist jetzt interessant. So, Michi, willst du noch mal was reinballern? Ich würde erstmal checken, oder? Geht das? Checken? Ja, klar, du kannst checken. Du musst ja nicht was reinballern. Ja, ich mach ein bisschen checky. Also, ich checke auch. Du checkst auch? Ja. Okay, dann war es das. Dann schauen wir mal, was Ulti Michi hat. Ulti Michi hat eine 5. Damit kann er noch nicht viel anfangen, aber es könnte eine Straße bei Ulti Michi werden. Schauen wir mal. Eine 5 Herz, das ist sehr wichtig. Warte mal ruhig, Achtung. So. Wollte ich nur kurz sagen. Prometheus hat ein Herz. Ass. Schauen wir uns die nächste Karte von Ulti Michi an. Das ist ein 9. Er hat 2 Neunen somit. 2 Neunen und 2 Vieren. 9 Herz. 9 Herz, das ist mir ganz wichtig. Ja, 2 Neunen und 2 Vieren. Schauen wir mal, was Prometheus hier hat. Achtung! Oh, und er hat es tatsächlich geschafft. Ladies and Gentlemen, er hat 2 Asse und er hat nicht nur irgendwelche Asse, sondern er hat die Asse. Er hat ein Herz-Ass. Ein Herz-Ass und ein Pik-Ass. Somit kriegt er doch tatsächlich diese Münze. Ja, aber unglaublich. Er hat gewonnen. Er hat zwei Paare. Er hat das größte Paar. Zwei Paare. Ja, wo hat er ein Paar? Er hat 2 ein Paar. Asse. Ja, er hat ein Paar, nicht 2 Paare. Und die 4. Achso, scheiße. Hä, aber ich habe ja auch 2. Aber. Du hast 9er-Paar und die 4er. Ja, er hat halt das höhere Doppelpärchen. Also, du hast halt dieses 9er-Pärchen. Zusätzlich das 4er-Pärchen, aber er hat ja das Ass-Pärchen. Aber ich wollte ja eh für einen Flop gehen, eigentlich. Das wäre ja möglich gewesen. Also, rein theoretisch, wenn die letzte Karte gut gewesen wäre. Oder die letzten beiden. Wäre, hätte, hätte. So, ja, rein, das heißt, die Chancen waren ja gut gewesen, eigentlich, oder nicht? 500. So ein Scheiß, Alter. 500 gehen praktisch an Prometheus. Immer her mit der Kohle. Prometheus, sein Glücksbärchi-Tag heute. So. Und den Pott. Und den Pott. Huch, den hätte ich doch fast eingestrichen. Die Bank hat aus Versehen den Pott eingeheimst. So. Da hat sich gerade ein kleiner Favorit gebildet mit seinen zwei. Der kriegt aber tatsächlich das Pik Ass und das Herz Ass. Wer hätte das gedacht?
So, das heißt also, wenn der nächste Pik Ass und Herz bekommt, dann läuft die Münze natürlich weiter, ist ja klar, ne? Aber solange ist dein Glück erstmal auf deiner Seite. Du hast jetzt eine Glücksbärschi-Karte, so, Schminze. Die Münze bringt ja Karma. Also wer die Münze hat, hat halt das richtige Karma am Tisch sozusagen. Okay, der Dialer geht weiter. Zack. Zack und zack. Wir müssen mal, ihr passt mal alle ein bisschen mit auf mit dieses Königspärchen, ja? Also das ist praktisch Karo König und Kreuzkönig. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen mit aufpassen, falls ich das übersehe oder so, ja? Karo und Kreuzkönig. Habt ihr gehört? Jo, Karo und Kreuzkönig. Falls jemand das von euch hat, dass ich das, falls ich das übersehen sollte oder so, weil ich mir nicht alles vielleicht merken kann oder so. Aber spielt ihr nur zu viert? Na, vier ist schon vier. Ich muss ja hier die ganzen Karten immer eingeben. Das macht eine Menge Arbeit bei vier Leute. Und mehr Platz ist hier auf dem Tisch gar nicht. Dann brauchen wir einen neuen Tisch. Größere Tische hier. Dann brauche ich auch noch eine Mitarbeiterin, die immer die Karten für mich eingibt. Dann. Sonst kriege ich ja noch eine Macke, dann flippe ich ja aus. Dann brauche ich ja noch eine heiße Mitarbeiterin. Mein Vater hat gerade gerufen, Moment. So, warte mal, haben wir alles? Ja. So, Dialer. Hat der Prometheus bis jetzt erstmal schön Glück gehabt, muss man sagen. Hat einen guten Einstand gefeiert, würde ich sagen. Hat er echt einen guten Einstand gefeiert. So ist das. Es geht bei Ist da was wieder los. Jawohl. Warte mal, wir müssen erstmal kurz. Big Blind 50. Smile Blind 25. Was haben wir gesagt? Ist da was richtig? Lady Woman. So, ist da was? Das ging jetzt schnell, wa? Das ging jetzt schnell. So, Prometheus. Zack. So. Oh, das war echt schnell gerade. War ja richtig Speedy Gonzales. So, dann haben wir Joker. Was ich hier mache? Joker. Und natürlich Michi. So, Michi noch. Auf der 2. So, Michi haben wir auch. Vielen Dank für diese Karten. Barul, Hallöchen, Ditsch. So, ist denn jetzt Akaya klargekommen mit dem Discord? Akaya, wir haben uns alle lieb. Natürlich haben wir uns alle lieb. Wie sieht denn das jetzt aus? Ist Akaya jetzt klargekommen mit dem Discord oder nicht? Ich glaube, Akaya ist klargekommen. Ich glaube, Akaya generell ist ganz klargekommen. Skyrim, hast du Akaya geholfen oder wer hat jetzt Akaya geholfen? Sie hat doch schon gesagt, dass sie klargekommen ist, Cosima. Siehst du überhaupt nicht gesehen? Chat? Ach, Cosima. Mensch. Oh. So, Achtung, Udi Michi, du fängst an. Ah, nee, warte, doch, nee. Hier ist Smile Blind, Joker. Ja, wie gesagt, ich, sag mal 200, nee, ich bin gerne dabei. 200, ja? Ja. 200, das heißt eigentlich, du bringst aber noch die 25, richtig? Ja, genau, die 25 und die 2. Natürlich, wollen wir nicht so kleinlich sein. So, Prometheus, wie sieht's aus? Ich geh raus. Prometheus geht raus, sagt er sich. Ist da was? Ich geh auch raus. Ist da was, geht raus. Ultimichi? Ja, Leute. Ich würde jetzt generell rausgehen, auch eigentlich. Ja.
Alter Schwede. Alter Schwede. Junge, Junge. Kannst du einen Muffen sausen? Mensch. Aber mich ist meine verlorenen Coins wieder. Mensch. Leute. Da müssen wir noch, am Pokerhahn müssen wir noch drehen lernen, sag ich euch. So, ich hatte aber nichts gehabt, ich wollte jetzt einfach nur mal blöffen. Hast gut geblufft, haben alle Angst bekommen. Ja, da haben alle sofort Angst bekommen. Siehst du, ich sag ja, blöffen, man muss blöffen können. Hoppa, oh, boah. Junge, da bin ich betrunken geworden. So, habt ihr gesehen? Joker blöfft und alle kriegen Angst. Ja, ich sag ja, du musst blöffen, da kriegen die, fangen alle an zu schlackern. So. Die Kunst des Blöffens. Band 1. Bin jetzt im Handel. Kaufen Sie jetzt das Buch. Die Kunst des Blöffens. Achtung, bitte jetzt nicht diesen Titel klauen. Das ist Artikel 13, habe ich mir gerade ausgedacht. Wir haben das auf Aufnahme, ja? So, wir haben das auf Aufnahme. Artikel 13, bitte nicht diesen Titel verwenden. So, da. So, okay. Ja, dann weiter geht's im Takt. Leute, macht mir aber nicht so viel Arbeit, ja? Spielt mal richtig Poker, nicht, dass ich hier nur am Karten eingehen bin. So. Denkt dran, so ein Deck, das Ding hat 5 Kartenplätze, da kann man was machen. So. Da kann man tricksen, sag ich euch. So, das heißt, immer fangen wir bei Michi an. La la li li lu lu. Wo ist eigentlich Lali Lu? So, Ulti Michi. Dann Joker. Oh, läuft ja so langsam mit den Karten eingeben. Ich gucke immer dreimal, deswegen brauche ich mal so lange. Ich muss mir das halt abgewöhnen, dass ich nur einmal gucke und dann muss es halt stimmen eigentlich. Und nicht, dass ich 1000 Mal überprüfe, deswegen dauert das immer so lange. Prometheus. So. Ihr müsst das Gefühl bekommen fürs Karten, wann welche Karten kommen, so wann kommen große, kommen kleine, ihr müsst ein Gefühl bekommen für die Karten. Das ist hier kein Online-Poker, das ist hier das Real-Poker, sag ich euch. Ja. Ihr müsst ein Gefühl für die Karten entwickeln, sozusagen. So. Okay. Test, right. Test. Hallo. Hart geht wieder, okay. Was war denn da los? Test, Hurensohn. Ja, ab und zu startet wahrscheinlich mein Router neu oder das kommt noch, keine Ahnung. Okay. So, das aber heißt. So, Joker, du fängst. Warte mal, du musst sowieso erstmal einen Fuffi reinhauen. Das muss der Smile Blind 25. So, Joker, wie sieht's aus? Ja, ich check. Ich gehe nochmal mit. Ihr wisst schon, dass ihr auch Tausende habt und 500, ja? Also wenn ihr immer mal diese kleinen Pfennigbeträge hier, ihr habt richtig Kohle auf dem Tisch, wollte ich nochmal so sagen. So. Ja, ich lasse mich aber nicht mehr verleiten. Ich will das schon gemütlich machen, dann verliere ich wieder. Ja, wie gemütlich, das Problem ist, je gemütlicher du wirst, je später der Abend wird, je mehr machst du Fehler, weil du dann nicht mehr konzentriert spielen kannst, ja? Ein Spieler hat nur eine gewisse Zeit von Aufmerksamkeit, danach fängt er an Fehler zu machen. Das solltest du nicht vergessen. Das heißt, je länger du auf einen gemütlich machst, je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Fehler machst. Das solltest du nicht vergessen. Zum Schluss ist der praktisch einen auf gemütlich gemacht hat, der die meisten Fehler zum Schluss macht. So, wie sieht's aus, Prometheus? Ich geh mit. Natürlich gehst du mit. Ups, warte mal. Oh, ich hab grad beim. Ich warte mal. Nee, warte mal, ich hab glaube ich gerade einen Fehler gemacht. Ich hab einen Fehler gemacht. So rum. Ich hab beim Big Blind angefangen, oder? Ja. Und. Ich hätte beim Smile Blind anfangen sollen. So, ich habe einen Fehler gemacht. Keins aufgefallen. Ist du was? Wie sieht's aus? Ich bin ganz normal. Oder? Ja, ne? Ja. Ulti Michi?
Ich würde einfach auch jetzt mitgehen. Das ist die beste Entscheidung. Ja, ganz klar. So, jetzt haben wir nochmal Joker. Jetzt kannst du nochmal entscheiden, ob du noch was machen willst oder nicht. Nö, nö. Also nochmal Check. Ich gehe nochmal mit. Okay. Right, right, ladies. Ladies, get los. Achtung, attention, please. Karte Nummer 1 ist die 8. So wird es auch schon fast wieder Nacht. So spielen wir weiter mit der zweiten Karte, die uns sagt, die 3. Das ist eine Scharte. So, und Achtung, Karte Nummer 3. Eine 6. Oh Mann, das ist aber ein schwieriges Blatt wieder. Ja, dann würde ich sagen, Big Blind fängt an. Joker. Ja, ich setze mal 100 dabei. Ein 100er dabei, natürlich. 100er. Ja. Prometheus? Ich geh mit. Ich geh mit, sagt er sich. Zack. Ist da was? Ich checke. Du gehst mit, ja? Nein, ich bin raus. Du bist raus? Sorry. Raus oder was? Bist du raus? Ja, raus. Du bist raus, okay. Ulti, Michi? Ein Moment. Ich habe Überlegung. Ich habe Zeit zum Überlegen, oder? Ja. Warte. Nee, ich kann nicht mitgehen. Sorry. Ich kann wirklich nicht mitgehen. Okay. Das ist, also selbst die Chance ist einfach zu gering. Okay, du bist raus. So, Joker? Ja. Joker. Ich hab ja schon gemacht. Der Joker hat ja schon. Dings ist mitgegangen, genau. Okay, so. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir uns die nächste Karte und schauen mal, was geht. Zu gerne würde ich jetzt dazu stoßen, sagte. Ja, vorhin hattest du die Chance, Mensch, Lara. Mensch, Lara. Zitze. So, die nächste Karte. Eine 7. Hier bahnt sich eine Straße an, Ladies and Gentlemen. Wir haben eine 7, wir haben eine 6, wir haben eine 8. Also 6, 7, 8. So, wie sieht's aus? Ja, Joker, fängst du wieder an? Ja, ich setze mal 200. Joker sagt sich, jo, sitzen wir 200. Prometheus, bist du dabei? Ja. Ja, sagt er sich, ist dabei. Na, das läuft doch mal. Der Kleinkram läppert sich, kann man sagen. Kleinkram läppert sich. Okay, die Finalkarte ist coming auf den Tisch. Attention, please. Warte mal, was ich hätte. Da wollte ich ja schlafen gehen, konnte aber nicht. Ah, okay. Achtung. Eine 8. Somit haben wir ein Pärchen auf dem Tisch. Es besteht also die Möglichkeit zwischen einem Dreier und einem Vierer von Achten. Oder weiterhin auch eine Straße. So, dann würde ich sagen, decken wir mal auf. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Bin ja ganz aufgeregt schon wieder. So, hier. Ja, 1000 würde ich setzen. 1000. Jetzt kommen die Tausende auf den Tisch. Jetzt geht es los. So. Wie sieht's aus? Prometheus? Ich geh mit. Oh, Digga. Warte mal, ich glaube, der Tisch hat sich ein bisschen verschoben. Kann das sein? Genau. Jetzt so. Bin ich mal gespannt, ja. Moment, ich muss mal ein bisschen hier gerade rücken. Da hat gerade ein Erdbeben stattgefunden. So, Okay, noch ein Tausender mit dazu. Alright, dann schauen wir mal. Was hat denn Joker? Karte Nummer 1 hat eine 6. Er hat auf jeden Fall schon mal zwei Pärchen. Zwei Pärchen. Schauen wir mal. Prometheus hat eine 3. Hat auch zwei Pärchen, aber hat das schlechtere Pärchen. Im Moment. Schauen wir mal, was Joker noch hat. Ach, Kacke. Er hat eine Dame. Damit hätte er auf jeden Fall sowieso ein starkes Pärchen mit einer Dame. Und er hat drei Achten. Digga, er hat drei Achten. Ja, und hat er gewonnen. Ist ja gut. Die Zeit. Er hat drei Achten. Unglaublich. Unglaublich. Ja, man sieht schon hier, ja, man sieht hier, die Glücksmünze bringt schon Glück, ja, die bringt schon Glück. Mhm. Ich geh mal gerade auf Toilette. Mach mal. Ja, mach das. Darf ich auch kurz? Ja, natürlich, aber war nicht so lange im Ultimichi. So, ja, Quatsch, ich mach nie lange. So, das heißt also, hier zeichnet sich schon ein kleiner Favorit ab. Konkurrenz zu Istevos. Istevos muss sehen, dass er mit Fortuna betet ein wenig.
Ich wusste gar nicht, dass der eine 8 hat. Weil ich, wenn ich die Karte mal übergebe, danach habe ich es meistens vergessen auch wieder. Hat der 3 Achten? Ich glaub's ja nicht. Aber Joker war auch nicht schlecht. Der hatte 2 Pärchen. Heute haben wir hier gute Karten eigentlich, weil wir haben oft was mit Pärchen. Manchmal haben wir ja letztes Mal fast nichts immer gehabt und so. Ups. Voilà. Aber ja, mischen muss gelernt sein, wa? So, wollen wir mal weiter. Dialer wieder, zack. Und zack, Small Blind. Und zack. Der Big Blind. Die Karten sind schön, ne? Ja, finde ich auch. Deswegen haben wir die ja. Spieler mehr geht doch noch locker. Nee, noch ein Spieler ist ein bisschen schwierig hier am Tisch. Außerdem so anstrengend, diese Karten mal einzugeben, alleine alles. Wenn ich mal irgendwann noch jemanden hier habe, dann könnte man vielleicht überlegen, und noch ein bisschen größeren Tisch, dann könnte man auch mehr Spieler mit an den Tisch nehmen. Aber so ist das alles ein bisschen schwierig. 4 Spieler ist doch schon mal gut mit 4 Spielern am Tisch, finde ich. Also 4 Spieler ist doch super. Na, ist sauber so. Ja, ne? 4 Spieler ist doch super. Das ist eine optimale Runde, würde ich mal sagen. So, fangen wir diesmal an. Ist da was? Ist da was? Du. Meistens. Ich bin wieder da. Sehr schön. Meistens Fortuna bringt immer dem Mutigen das Glück, oder? Meistens. Man kann sagen, dem Mutigen winkt Fortuna. Hat man ja gesehen. Ich hab voll verloren, ey. Ja, dem Mutigen zur richtigen Zeit. Wer wahllos mutig ist, der springt oft ins nasse kalte Wasser. So, warte mal, ist das was? Der Mutige, der zur richtigen Zeit den richtigen Mut an der richtigen Stelle hat. So, dann haben wir Prometheus. Ja, vor allem Prometheus auf die Lockere gerade so. So auf die Lockere einfach mal so. Ja, hier machen wir noch einen Tausender mit drin. So. Ja, warum nicht? Kostet gar nichts. Wenn man seinen Kohle ein bisschen ausbaut, kann man auch mal ab und zu mutiger spielen, weil man ja ein bisschen mehr Kohle hat. Oh, ich habe falsch eingegeben hier. Siehst du? Sag ich ja. Mut aufpassen, dass ich nicht falsche Karten euch gebe. Ihr denkt, na, ihr habt irgendwas große Karten, dann habt ihr die gar nicht. Oder kleine Karten. Oder irgendwelche Pärchen, die ihr gar nicht habt. Dann muss ich aufpassen hier. So, Programm war richtig. Dann haben wir. Wir haben als nächstes Joker. Zack. Lululu. Ja, wer kommt zu spät? Oder wie war das? Wer zu spät kommt? Wer zu spät kommt, kommt zu spät. Hallo? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Bist du zu spät oder wie? Nein. Okay. Ja, aber also bin ich jetzt rechtzeitig da, ja? Du bist da, ja. Okay. Du bist da. Ich bin immer da. Du bist da. So, jetzt ulti mich hier noch. Aber wenn es mal ein bisschen kühler werden würde, wäre schon echt toll. Ich sag euch, Leute. Und denkt da, macht was mit eure Karten. Betet, springt, macht die Geschütze. So. Die Geschütze, sehr gut. So, warte mal, ist Big Blind, der Big Blind. So, ich würde mal sagen, wir erhöhen jetzt mal die Small-Dinger, ja? Weil sonst wird es ein bisschen, das dann mal ein bisschen spannend. Wir machen jetzt 50er und 100er. Mhm. So. Okay. So, das heißt, Small Blind, wie sieht's aus? Also, ist da was? Ich gehe mit. Ist da was, sagt, ich gehe mit? Da bin ich dabei. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken hier. Okay, so, Ulti Michi, wie sieht's aus? Ja. Geht's mit? Ja, ich würde erst mal mitgehen. Geht's mit? Joker, wie sieht's aus? Ja, ich geh mit. Joker sagt, ich geh mit. Machen wir noch 2 Fuffi mit rein.
zack. So, der Big Blind. Willst du noch was? Du checkst, okay. Na dann. Wunderbar, 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 wunderbar. Okay, dann, Ladies and Gentlemen, geht los. Der Tipp einer wie wild. Ja, wer tippt mir wie wild? Das ist ein Joker, oder? Ja, mit einem Flirten nehmen wir. Na, Flirten nehmen wir. Na, mit einem Flirten nehmen wir. Wer flirtet? Flirtet noch jemand nebenbei? Ja. Ich flirten alle nebenbei. So, okay. Hör jetzt ruhig, ja? Ich muss jetzt Karten legen. So, geht los. Achtung. Ey, ihr mit eurer Geräuschkulisse, Alter. Ich komm mal vor, als ob ich bei McDonald's sitzen würde, Alter. Schöne. Ich stell mir das so vor, hier. Und hier so. Ja, wie bei McDonald's. So, okay. Oh, ich dachte, ich tot, Alter. So, los, geht los, weiter hier. Oh, Mann. Oh, Peak Ass. Peak Ass, Leute. Das wird jetzt gefährlich hier. Achtung, festhalten die Strümpfe, geht weiter. Und eine Dame ist am Start. Yeah, die Ladies sind immer gut. Lady am Start macht hammerhart. Pfui. Nein, ist doch so. So, hat keiner mitbekommen, den Witz. So, okay, das würde ich sagen. Big Blind, was geht ab, Digga? Du fängst an. Ich checke. Big Blind sagt, ich checke. Okay. Warte mal, ich nehme mal einen Huni raus hier und pack mal zwei Fufi rein, dass da von deinem Stapel ein bisschen was wegkommt. So, ist da was? Ich checke. Ist da was, checkt auch. Ultimichi? Ja, warte. Ja, ich muss wieder rausgehen. Sorry. Kann ich nur rausgehen. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, Mensch. Einmal mit Profis arbeiten. So, Joker? Ja, ich schätze mal 500. Digga. So, Prometheus? Geh raus. Prometheus sagt, geh raus. Ist da was? Ich geh auch raus. Ich wusste, dass er das sagt. Wir gehen die Eier raus, ne? Ich wusste, dass er das sagt. So, das war eine sogenannte Luftrunde. Sehr schön. Joker versucht so ein bisschen sein Taschengeld aufzubessern. Ja. So. Tja. Aber ich krieg euch noch alle. Weil ich werde einfach die Blinds erhöhen irgendwann. Und dann wird schon irgendwo einer ausfallen, weil er keine Kohle mehr hat. So einfach ist es. So, ich krieg euch. So, warte mal. Big Blind, ein Huni rein. Small Blind, ein Puffy rein. Und Knie, Hallöchen. Ditsch. Kurse, du musst mal bessere Karten austeilen, ohne Witz. Ja. Irgendwie schon. Leute, ihr habt die fünf Karten auf dem Tisch. Ihr könnt auch gewinnen mit einem Pärchen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Nein, so wird es nichts, Cosima. Man kann nicht immer nur mit dem Royal Flash spielen. Du musst jetzt mal langsam anfangen und hier mal langsam mal auf den Tisch hauen. Nee, ihr müsst mal anfangen zu bluffen. Nee, das Spiel heißt Poker, das heißt hier nicht Schach oder sowas. Ja, aber ich will mal. Wir sind hier nicht bei Mensch, ärger dich nicht. Das ist Poker, Mann. Da muss man bluffen. Da kannst du nicht mal warten, dass. Da kannst du nicht mal warten. Wenn du wartest, dann mache ich die anderen fertig, weil du wartest so. Ja, ich will meine werten Kollegen nicht anlügen. Ich habe das Poker mal im TV geguckt. Die Mann hat genauso. Ja, nee, ich bin zu nett dafür. Ich kann das einfach nicht. Ja. Ist es nett, dass die anderen denken? Ich meine ja auch, dass die nicht treffen. Die warten wirklich, bis sie immer gute Karten haben. Da gehen die tausendmal hintereinander raus. Ja, siehst du. Ja, die verlieren dann aber auch irgendwann. Nee, die gewinnen. Die halten durch. Kackmoves, ey, diese ganzen Leute. Das hier ist aggressive Spielen, was wir machen. Das finde ich. Damit kommst du nicht aus. Ich brauch Geduld bei Poker. Wer ist eigentlich Bibi? Jetzt, also wer ist. Ist Bibi öfter im Chat? Bibi ist Stuart. Bibi ist Stuart.
Ich weiß gar nicht, habe ich sie schon öfter gesehen? Ich muss es erstmal. Bibi ist ab und zu mal da. Echt? Ja. Michi kennt heute jeden, ne? Kennt Nara, kennt Bibi. Nein? Bibi Blocksberg. So, Michi. Joker. Mhm. Die Runde geht bis 10 Uhr morgens, habe ich das Gefühl. Nee, vorher wird es so, was die Nerven verlieren. So wie beim letzten Mal. Ja, war gerade ein bisschen verwirrt. You're the body for the middle time. Prometheus. Zack. Überlegen, zu Akaya in den Voice zu springen. Ja, unterhaltet euch beide. Hier, Lara und Akaya. Frauengespräche oder sowas. Ja, macht das. So Frauengespräche. Das hilft. Das hilft. Das hilft. Frauengespräche. Macht das. Akaya und Lara, macht das. Ja, wobei hilft das? Die können ja beide zum Beispiel über mich schwärmen oder sowas. Das wäre doch was. Also. Und da über mich? Ja, aber über dich können auch Männer schwärmen. Gut. Ja, die Männer macht auch. Trefft euch im Discord, schwärmt über mich oder sowas. So, ist sowas. Außer die Mitspieler, die müssen jetzt hier spielen. Also. Ich würde gerne über Skyrim schwärmen. Michi, was hast du mit Gründen? Wenn es schlimmer wird, kick ich dich, sag ich dir. Ich bin doch gar nicht schlimm. Ich versuche bloß die Zeit zu überspringen mit guter Unterhaltung. Mensch, ja, ich sag's dir neu, ich kick dich. Ja. Gibst du gerne richtige Antworten mehr, kick ich dich. Nee, hör mal auf. Ist so was. So. Okay. So, das heißt, Ulti Michi, du fängst an. Kusi, ja. Schwärmen wir doch gerne. Oh, Lara, dankeschön. Und Cooldown, Ditsch. Ich würde mit 150 mitgehen, erhöhen. Also du gibst erstmal die 50 rein, sagst du, und machst mal einen 100er, ja? Ja, 150. So. 150 oder nichts. Joker, du musst mit 150 mitgehen. Ja, mach ich. Gut. Ich geh mit. 150 geht da mit. Prometheus, wie sieht's bei dir aus? Ich geh auf 500. Warte mal, du bringst erstmal die 150. Genau. So, wie viel willst du jetzt noch erhöhen? Na, auf 500. Also nochmal 350 mehr. Willst du nicht mal eine gerade Summe machen? 350. Das heißt, ist da was? Du müsstest jetzt nochmal. Wie viel muss er bringen? 350, ja. Richtig? 350 muss er bringen. Nee, der muss 500 und hat was eingesetzt wird. Nee, hat er schon. Er ist ja mit dem Big Blind ist er ja schon da. Ah, da muss er nur 400. Ist da was? Bist du dabei mit 400? Ja, ich kann aber auch nochmal erhöhen, ne? Ja. Ja, okay. Ja. Also ich setze diese 400. Plus noch mal 700. Warte mal kurz, ich muss jetzt erstmal sehen, dass du mal. Warte mal, du setzt die 400, ja? 1, richtig. 2, 3, 4. So. Und setzt noch mal 700, ja? Ja, bitte. Warte mal, das heißt, ich packe einen 1000 da rein und ziehe, gib dir 300 zurück. Oh, warte, die Kohle rollt vom Tisch. Warte, die Kohle rollt vom Tisch. Ring! Katsching, katsching! So. Oh, Digga. So, wer muss denn jetzt noch was bringen? Jetzt bin ich ein bisschen nämlich durcheinander gekommen. Prometheus, hast du aufgepasst? Oh ja, Ulti muss jetzt. Warte mal, wie viel hast du? 700. Also muss Ulti noch 550.
Ultimichi 5. Ist es die erste Runde, die jetzt schon so hart gegangen? Ja, du wolltest doch knackig sein, Digga. Ja, aber da stehen doch nicht mal Karten auf dem Tisch. Ja, oder? Das ist knackig. Du spielst ja bei den Großen. Das sind die Besten der Besten. Heilige Makrele, Alter. Also, was sieht's aus? Hörst du zu den Besten der Besten? Ah, ja, ich weiß auch nicht ganz jetzt, aber ich... Ja, komm. Wie viel muss er jetzt... Wie viel Prometheus... 550. 550. Wie viel muss denn jetzt... Dings, ich habe jetzt gesagt, nicht ganz so mit... Ich muss auch 550 machen. Einsetzen. Machst du mit? Ja, ich gehe mit. So, 550. Und jetzt noch Prometheus, richtig? Bei mir 200, ja. 200. Upsala. Jetzt habe ich fast die falschen Chips genommen. 200 nochmal. Aber warum 200? Ich habe doch diese 400 gesetzt, also damit das dann ausgeglichen ist von euch, plus genau. Nochmal 700 drauf. Warum muss er dann nur noch 400 zahlen oder so? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, stimmt. Nee, stimmt. Da muss ich auch noch 700. Die anderen müssen auch noch mehr. Richtig, dann machen wir, also wie viel fehlen jetzt bei den anderen noch? Warte mal, er hat jetzt auf. Also eigentlich müssten alle 700 nachlegen nach mir. Ja. Also die jetzt den normalen Einsatz hatten. Ja. Warum setzt ihr überhaupt was ein? So, das heißt, Ultimichi hatte 550 gesetzt, ne? Ultimichi hatte 550, das heißt, Ulti 150, genau. Ja, ich bin mitgegangen, ja, ist richtig. Das heißt, Ultimichi nochmal 150 und Joker auch 150, ne? Ja, genau. Auch nochmal 150. Und praktisch jetzt nochmal 700 von Dings. Den habe ich jetzt gerade schon 700 genommen, oder? Ja. Ich habe jetzt Prometheus gerade 700 weggenommen, oder? Habt ihr jetzt aufgepasst? Ja. Ich habe jetzt nämlich nicht ganz aufgepasst. Nee, das dürfte so richtig sein. Jetzt ist es richtig, oder? Jo. Na also, jetzt spielen wir Poker, Leute. Jetzt spielen wir Poker. Auf das Ding muss ich mal schon Kakao. Jetzt habt ihr das begriffen, ja? Das ist Poker. Jetzt spielen wir Poker hier. Poker bei Hypno. Total verworren. Nein, ihr lernt richtig Pokern spielen. Nachher, wenn ihr ins Casino geht, dann macht ihr alle platt. Mhm. Alle sagen, passt. Okay, alle sind sich einig. Das passt jetzt. Mhm. Dann los. Attention, please. Geht los mit der ersten Runde. Es sind schon im Pott ein paar Talerchen drinnen. Achtung, Karte Nummer 1. Herz 5. Sehr schön. Karte Nummer 2. Herz 6. Alter Schwede, bahnt sich hier eine Straße an. Karte Nummer 3. Die 4. Auf jeden Fall eine Straße. Wenn wir Glück haben. Wir haben schon 4, die 5 und die 6. Und Baldrian, die Tschallöchen. Dann würde ich sagen, Big Blind, du fängst an. Das ist der erste was. Ich checke erstmal. Ist sowas, sagt sich, ich checke erstmal. Ultimichi? Ja. Ja, ich check auch. Also checken ist klar, ja. Also checken, ja. Check, ja. Okay, Joker? Ja, also ja, check ist auch. Ja, check Frage. Auch. Ja. Ich auch. Alle checken. Alle haben jetzt ein bisschen Angst bekommen. Wegen ihrem kleinen Taschengeld, was sie auf den Tisch gepackt haben. Ja, natürlich. Um in den Masters zu kommen, da muss man noch viel üben. Wir schauen mal. In den Masters wird es nachher später richtig losgehen. Dann. Da sind die alle schon gestillt und gestillt und noch mehr gestillt mit der Milchflasche und dann. So, Achtung, geht los. Karte Nummer 4. Herz 9, Ladies. Na also. Wunderschön. Big Blind, ist da was? Du fängst wieder an. Ich checke erstmal. Ist da was, sagt, ich checke. Ultimichi? Check. Ultimichi, ja, check. Joker? Ich auch. Prometheus? Geh nochmal 200 hoch. 200 geht da hoch, sagt er sich. Da kennt er nichts. Um halt die anderen vom Platz zu drängen. Ist da was? Wie sieht's aus? Ah, ich geh mit.
Natürlich geht er mit, da kennt er nichts. So, warte mal, ich pack mal 500 da rein und gib dir mal 5 von denen wieder. 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, Ultimichi 200? Ja. 200. 2, 3, 4, 5. Und 200 nochmal von Ultimichi dazu. Joker, wie sieht's bei dir aus? Ich gehe raus. Joker sagt, ich gehe raus. Dankeschön. Somit haben wir auch diese Runde abgeschlossen. Und alle sind sehr glücklich mit sich. Alle sind sehr, sehr glücklich mit sich. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gibt ihr auch nochmal einen auf. Zack. So, langsam lichten sich die Stapel bei den Mitspielern. Wunderschön, wunderschön. Ja, dann schauen wir uns die nächste Karte an. Die bringt uns sehr viel Freude an. Attention, please. Und Santos, Ditsch, Hallöchen. Geht los. Da haben wir hier die 10. Mit der kann man gut gehen. Die Straße hat sich nicht wirklich erübrigt, aber vielleicht haben ja welche noch 2, nicht? Es fehlt ja nur eine 3 und eine 2. Oder halt eine 6, eine 7 und eine 8. Man weiß es nicht. So, das heißt also, ist der Boss. Ich checke. Ist der Boss sagt, ich checke erstmal. Ultimichi? Ich check auch erstmal. Ultimichi macht vorsichtig, der Knackige. Oh. Und Prometheus? Ein Tausender. Ein Tausender. Yes. So, das heißt also, ein Tausender sind zu bringen für alle. Wie sieht's aus? Ist da was? Kleiner Augenblick. Muss man so viel überlegen. Ich gehe raus. Ist da was? Sagt, er geht raus. Okay. Bleibt noch Ultimichi. Bist du dabei mit 1000? 1000? Ja. warte mal kurz, was? 1000. 4, 5, 6. Nein. Nicht nein? Nee. Okay. Ja. Prometheus, soll ich deine Karten zeigen oder nicht? Zeig mal nur die kleinere von beiden. Bitte nicht meine Karten zeigen. Die kleinere von beiden. Die darf ich zeigen, ja? Ah, die kleinere. Ich soll nur eine davon zeigen, ja? Ja. Die kleinere. Mhm. Okay, ich zeig also nur die kleinere. So. Ja. Gut zu wissen. Muss man eigentlich, wenn man hier zum Beispiel hier diese Könige hat, die du da gezeigt hast, oder Asse, muss man die bis Ende der Runde drin haben? Oder reicht das, wenn man die auf der Hand hat und du siehst das ja, was du beschrieben hast, wegen der Münze? Nee, du musst sie auf der Hand haben. Ja, ja, ich meine, aber musst du komplett die Runde zu Ende spielen, also bis aufgedeckt wird, oder? Nee, nee, wenn du sie auf der Hand hast, dann hast du diese Karte. Dann hast du ja, dann guck dir mal an, was ich hatte, bitte. Was hattest du denn? Hör mal, ist da was? Na, du hattest Herz, Ass und Kön und Karo Ass hattest du. Ah. Und du brauchst aber Pik Ass und Herz Ass. Ach so. Du hattest 2 Asse, Digga. Alter, du hättest die Runde gewonnen. Ist sowas? Du hättest die Runde vielleicht gewonnen. Ja, aber das weiß man ja nicht. Er hätte ja auch einen Flasch haben können oder irgendwas anderes, eine Straße. Hätte, das ist Poker, Digga. Und da der Flasch bzw. die Straße schon gut ausgebaut war, bin ich nicht mal mitgegangen. Ja, das stimmt, hätte ich auch gemacht. Ich hatte einen König und einen Ass. Prometheus baut seine Favoritenrolle weiter aus mit seiner Glücksminze. Wer hätte das gedacht? Prometheus, der Hai am Tisch.
Ich hab kein Glück mehr. Mein Glück ist seit Jahren verloren gegangen. Früher war es so gut. Damals war es zu Kaiserszeiten, wo wir noch mit der Kutsche gefahren sind. Das war noch schön gewesen. Heute haben wir die Pferdemotor drinnen. Wer hätte das gedacht? Pferdestärken. So. Los geht's. Haltet euch fest, bitte. Hallo. Okay. Hammer. Alles klärchen. Okay, right. So, geht los mit Istvos. Okay, Istvos. Oh, ich habe vergessen, Prometheus noch eine Karte zu geben. Hä? Ich habe ihm doch zwei Karten gegeben. Seltsam. Ich habe ihm eigentlich zwei Karten gegeben gehabt. Prometheus, hast du dir... In der Mitte. Nee, die habe ich extra weggelegt. Prometheus, hast du dir heimlich eine Karte weggezogen? Sag einmal, Digga. Psst. Also, wach drum manipuliert, ne? Der cheatet doch schon wieder hier. So. Sollst du doch keinen sagen. Hehe. Auf der 2. Um der Ecke gestrater Headshots dabei. So. Okay, Prometheus. Dann Joker, Ladies. Mhm. Ich denke die ganze Zeit immer, das ist der Skyrim, den ich höre. Das ist echt verwirrend, Mann. Das verwirrt mich. Ja, das kann ja gut sein. So, das ist Joker und Michi, unser Problemkind sozusagen. Der darum kämpft, drinnen zu bleiben und nicht gekickt zu werden. So. So, alright. So, das heißt, Big Blind, wir machen noch die eine Runde mit 100, dann machen wir nächste Runde 200 und 100, ja? Ja. So, jo. Das heißt, Big Blind, Smile Blind, Profi. Okay. So, Smile Blind, du fängst an. Wie sieht's aus? Ich geh mit. Du gehst mit dem Profi, wunderbar. So, Dyla, wie sieht's aus, Dyla, Prometheus? Ich geh mit. Du gehst mit, du bringst den Huni, sagst du dir, kannst dir auch leisten. Sag mal, ich nehme mal kein 100er, ich nehme mal Fuffi, weil da hast du so viele von. Okay, ist da was? Ich geh mit. Ist da was, sagt sich dich mal, ich geh mit. So, Ulti Michi, willst du noch mal erhöhen oder was willst du machen oder nicht? Ja, ich geh mit. Ich erhöhe. Um wie viel? Um 100. Um 100? Ja. Okay. Joker, wie sieht's aus? Ich geh raus. Joker sagt, ich geh raus. Ich geh mit. Prometheus sagt, ich geh mit. Ist da was? Ich geh mit. Er geht auch mit. Wunderschön, wunderbar, wundergeil, wundersam. So, sagen wir, jetzt ziehen wir noch eine weg. Okay, dann mal los. Schauen wir uns mal an. Weil wenn ich drunk bin, höre ich mich auch so an. Bei uns ist nur drunk, glaube ich, der Ulti-Michi, ne? So, das ist der Drunken-Master. Der Drunken-Master am Tisch. Mir geht's gut. Der Drunken-Master am Tisch. So, Achtung, geht los. Ich glaube, hier ist was, ist bei McDonald's, kann das sein? So, Achtung, jetzt. Wer schlürft denn da mal mit diesem
Wer ist denn das denn? Ich hab Push to Talk drin, bei mir kann das nicht sein. Ist das, dann ist es hier, dann ist es Joker oder was? Nebenbei, ja. nebenbei flirten und am um Strohhalm nuckeln oder was? So, Achtung, Karte Nummer 2. Kreuz 7, Karte Nummer 3. Pik 10. Mann, das sind auch schwierige Karten diesmal wieder. Okay, das heißt, Ulti Michi, wie sieht's aus? Ulti Michi. Ich bin nur da. Ja, dann mach jetzt. Checkst du oder schmeißt du noch was rein? Ich check. Ich check auch. Ich check. Du checkst. Okay, Joker? Ich bin draußen. Ah, nee, Joker ist ja raus. Prometheus? Ich check. Mhm. Ich check auch. Ist du was check auch? Okay. Mhm. Ach, mal einen Schluck Cola getrunken. Danke, Akaya. So, ja, dann würde ich sagen, eine Karte weg. Und natürlich die nächste Karte hin. Achtung, aufpassen, jetzt wird's spannend, denn die vierte Karte ist incoming. So, wir haben eine 9. Möglicherweise eine Straße, denn wir haben eine 7, eine 9 und eine 10. Okay, Ulti Michi. Ich mach weiter. Ich geh mit. Du gehst mit, okay. Ja. Prometheus? Ich check auch. Du checkst auch, isst du was? Ich check auch. Du checkst auch? Okay. Sag einmal. Okay, dann kommt jetzt, attention please, the final card is coming off the Tisch. Zack, es ist doch tatsächlich die 8. Wir haben jetzt tatsächlich hier eine mögliche Straße. Entweder brauchen wir jetzt noch einen Buben oder eine 6. So, dann würde ich sagen, Ulti Michi, wie sieht's aus? Ich mal, geh. Hallo? Ja, entweder checkst du oder schmeißt was rein. Ich checke. Ulti Michi checkt. Wie sieht's aus? Ja, ich auch. Prometheus, isst du was? Ich checke auch. Checkt auch. Weil die haben gar nichts geboten. Es ist kein Tisch für Arme hier. Sag mal, sie haben alle Kohle, Mensch. Es ist kein Armentisch. Wir sind doch hier nicht bei der Messe, Menschen. Ich hätte erhöhen sollen. So, Ulti Michi hat eine 8. Er hat also 2 Achten. Schauen wir mal hier. Prometheus hat auf jeden Fall ein Ass. Und Istobos hat eine 3. Und Michi hat eine 4. Damit hat er praktisch jetzt nur 2 Achten bis jetzt. Und ist im Moment noch der Gewinner. Schauen wir mal. Hier haben wir eine 4. Damit ist nichts anzufangen sozusagen. Pik und Kreuz. Okay, das heißt, Prometheus ist weg vom Tisch. Schauen wir mal noch, was Istobos hier hat. Istobos hat einen König. Damit kann man nicht wirklich auch was Großes gewinnen. Das heißt, Ulti Michi hat mal ein bisschen Taschengeld für die nächste Flasche bekommen, sozusagen. Wunderbar. Kann sich wieder Spirituosen kaufen. So. Na gut. Das war eine sehr schwache Runde, Ladies. Sehr schwache Runde. So, diesmal ist was der Dialer. Small Blind. Zack, wunderbar. Na, so ist es. So, haben wir Big Blind. So, dann geht's jetzt los mit 200 rein und ein 100er rein. Jetzt wird's langsam strenger. Jetzt machen wir ein paar Runden mit 200, dann erhöhen wir auf 300 und 200. Jetzt fressen euch die Blinds auf. Die Blinds werden euch die Haare vom Kopf fressen, sag ich euch. Die Bank zahlt, die Bank will ihren Tribut. Okay. The Bank of Ward. So, eine Karte für dich, eine Karte für Ulti Michi, eine für den Joker, eine Karte für Prometheus und eine für Istvos. Zack. So, zack her, Michi fängt. Wir fangen bei Michi an.
So, ja, wunderbar. So. Dann Joker. Joker. Not but not least ist da was, ne? So, zeigen. Dumpti-dumpti-dum, der wird die Nerven verlieren. Toyota. Ich seh so einen Toyota. So. Alright. Ladies, get los. Na? No? Okay. Wollen wir mal gucken hier? Wollen wir mal gucken? Alright. Alright. Und Shark, schlaf schön, träum mal schönes. Was ist mit Shark? Hä? Keine Ahnung. Shark ist irgendwie verwirrt, oder? Kann das sein? Shark, schlaf schön, träum mal schönes. Joker macht PTT, das. Ach so. Sollen nicht rumholen. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, Cosi kann ja nichts dafür. Ja? Und dann zu sagen, ja, Unfollow, bla bla bla, naja, gut. Na, weiter geht's. Schön, so, warte mal. Ferien sind bald vorbei. Ja, Mann. So, Big Blind fängt an, Joker. Ja, zwei Riesen. Nee, warte mal, du fängst gar nicht an. Und zwar, und zwar Smile Blind. Ja, ich geh mit. So, du gehst erstmal mit. Dann ist da was? Es wurde noch nicht erhöht, ne? Nö. Gut, dann geh ich mit. Dann gehst du mit. Sehr schön. Ulti Michi. Ja, ich geh mit, ne? Gut. Erste Runde immer, immer. So, dann jetzt hat Big Blind. Checkst du oder? Also ich mach noch 2000 dabei. 2000 dabei? Nur ein bisschen Action hier. Ein bisschen Action am Tisch. Prometheus? Ich geh raus. Prometheus geht raus. Ist da was? Sind das echt 2000? Ja. Ja, ich gehe lieber raus. 2000. Ulti Michi? Hä, wie jetzt sind 2000 drin? 2000? Also, bin ich da schon mitgegangen? Nein. Achso. Oh Mann, Michi, du bist kurz davor gekickt zu werden, Mann. Ja, nee, ich bin verrückt. Nein, um Himmels Willen. Gehst du mit? Nein. Okay, raus. Das heißt, Joker bekommt die Kohle. Jawohl. Joker bekommt nur das Startkapital. Hat zu früh geblufft sozusagen, vielleicht. Vielleicht hat er auch was gehabt, man weiß es nicht. So oder so ist diese Runde leider nur eine Arbeitsrunde für mich wieder sozusagen. So. Oh, der arme Hypno, ey. Das ist nicht schlimm. Die Hypno. Ja, mein schon. Eine sie. Der arme Hypno wäre ein er dann. Das heißt, ja, die nee, Hypno gibt's sagen nicht. So, das ist Dialekt. Das hat was mit Triabrat zu tun. Ach so. Dann sag lieber Cosi. Da kannst du nichts falsch machen.
Mach ich. Mit Cosi bist du besser. Versuch mal auch Cosi zu sagen, das ist einfacher. Ach klar, Cosi. Bei Hypno kommst du in den Trichter, dass du irgendwelche, keine Ahnung, Fabelwesen erfindest vielleicht. Und zum Schluss fliegen dir irgendwelche lila Launebären um die Ohren. Der Lina Launebär ist wieder am Start. So, Achtung, ne? Aufpassen. Der ist gerade bei der Lina Launebär ist gerade bei Ulti Michi gelandet, ne? Wie jetzt? Was? Rein theoretisch, ich habe mal eine Frage. Der Lina Launebär? Ja, nee, ich habe also so eine generelle Frage. Ulti Michi für Fragen immer Ausrufezeichen Cosi mal eingeben. Nein, Mann, ich habe so eine generelle Frage gerade. Ach so. Und zwar rein theoretisch. Wenn ich jetzt sage, okay, Leute, ihr seid alle echt gut und ich würde am liebsten gerade surrendern, also aufgeben. Ist es möglich, jetzt rauszugehen? Also, dass ich sage, also ich bin raus aus dem Spiel? Ja, das ist möglich, natürlich. Du kannst rausgehen. Da nennt man Sit-Out. Weil ich habe das Gefühl, es macht gerade so wenig Sinn, weil ich kriege gerade gar nichts mehr mit, ehrlich gesagt. Ja, ja. Das heißt, du gehst dann raus? Aber kriege ich dann einen Bonus für Selbsterkenntnis? Nee, die kriegst du halt. Sehr witzig, gell? Ja, also ich meine, wieso nicht? Also. Nee, du gehst dann raus jetzt, Ulti Michi, und das Geld wird dir hier angerechnet, was du dann noch hast. Okay, gut. Aber ich hab euch alle total lieb. Also wirklich. Ja, ist alles cool. Oder nee, wir müssen mal drüber nachdenken, ob wir das Geld überhaupt anrechnen, weil dann kann man das nämlich so machen, dass man jedes Mal mitmacht und sagt, ich gehe raus und hat immer das volle Geld. Ja, ja, das stimmt. Das ist nämlich ein bisschen blöd. So kann man nicht. Ja, ist ja. Vielleicht hat er verloren und das Geld wird aufgeteilt. Ja, aber so 100 Euro ist schon drin, oder? Ja, ich würde mal sagen, so ein Trostding, du kriegst ein. So ich hab mitgemacht. Das ist damals wie in der Schule. Ich habe so eine Auszeichnung bekommen. Ich finde, das ist fair, ey, Leute. Ja, natürlich ist fair. Sagen wir mal so. Pass auf, wir machen das so, du kriegst, wie machen wir das? Leute, was sagt ihr denn dazu? Wie wollen wir das machen für die Zukunft? Weil sonst kommen Leute, sagen, ich mache mit, dann sagen sie, ich gehe raus und haben dann ihr Startkapital sozusagen als Gewinn. Das geht ja nicht. Nee, also, ich würde das Geld von denen aufteilen und dann, wenn die das nächste Mal mitmachen wollen, setzen die eher aus. Ja, aber ich habe ja 3 Runden mitgemacht, Leute. Ja, Ulti Michi kriegt so wie jemand, der praktisch verloren hat. Praktisch wie jemand, der verloren hat, kriegt da praktisch das, was meistens übrig bleibt. Das sind meistens so 200 Euro, würde ich sagen. Ja, ich finde klar, die kriegst du. Ey, von mir ist auch 50 so. Ich gebe mich auch mit 200 zwei, Euro. 2 Euro ist auch okay. Nee, 200 Euro haben meistens die Verlierer so im Durchschnitt. Also 200 Euro. Ey, das ist voll nett von euch. Ja, mach mal 200 Euro so nach dem Motto, hat er halt mitgemacht, ne? Ja. Ganz von mir auch 100 darauf. Was? 100 also, Nee, 200. Ganz von. Weil dann, ich bedanke mich bei euch, Leute. Ich habe wunderschöne Erfahrungen mit euch gemacht. Genau. Ja, schönen Abend. Schönen Abend, danke. Und danke, Ulti Michi, dass du mal reingeschaut hast, ne? Genau. Vielleicht, okay. Beim nächsten Mal schätze ich mich vielleicht besser ein. Ja, natürlich. Weniger trinken nächstes Mal, okay? Ja, okay. Sonst kommst du ja nie auf den grünen Zweig, dann kannst du ja nie was gewinnen. Ja, Mann, du hast ja recht. Mann, du hast ja recht. So, okay, dann los. Ulti mich hier raus und 200 auf dem Konto, ne? Merkt ihr das mal? Guck mal, ich mir das merke. So, 200. Ich teile mal hier auf. Wir teilen mal auf. Der wollte nur mit Akaya mal schwitzen, weißt du, was ich meine? Wir gucken mal, die anderen kriegen ja so ein bisschen Kohle. So, Aufgabe. Hab da nochmal 2000 extra bekommen. Auch nicht schlecht. Wir schauen mal beim Off-Time auf die ungeraden Zahlen, die kriegt Ulti Michi dann hier. Na, das geht auf. Zack. Das geht auch auf hier. Wunderbar. Nur, geht gut auf. Siehst du, sag ich ja, 150 hier bleiben übrig. Im Durchschnitt so kannst du sagen, die Verlierer. Ja, kannst den von mir 50 nochmal dazu packen, dann hat er 200. Ja, nee, der kriegt schon seine 200. So. So, Ulti Michi kriegt seine 200. Zack. Dann geht's weiter, Leute. So, wir machen dann, bis der nächste rausfällt, okay? Bei Ulti Michi war ja, wie gesagt, schon leicht angeschlagen. Deswegen zählt er jetzt nicht so wirklich. Okay. Ein bisschen. Genau, weiter geht's. Aber er hat versucht durchzuhalten, aber naja, es sollte nicht sein.
So, habe ich alle gegrüßt eigentlich? William Ditsch, Necroshot Ditsch, Hallöchen. Man kann die Würz doch durch die Games teilen. Ja, wie gesagt, teilen wir auf die Spiele auf und kriegt er dann sozusagen Trostpreis dafür. Da müssen wir dann drüber nochmal philosophieren vielleicht, dass eben das ganze Geldkapital dann weg ist, vom Tisch weg ist das ganze Kapital von demjenigen. Und, aber theoretisch hätten es die anderen sowieso gewonnen. Also von daher ist es ja, muss es ja aufgeteilt werden eigentlich. Ist schon richtig eigentlich. So, jetzt wird es leichter, weil jetzt weniger Leute da sind. Jetzt werden wir sehen. Wenn jetzt einer rausfällt, ist es vorbei. Das blutige, leidige Dahinsicht. Warte mal, das heißt, ulti mich hier raus aus meiner Liste hier. Zack. Okay, dann fangen wir an mit Istvos. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wer wird als nächstes gehen? Ja, wie gesagt, Ultimichi war ja schon wieder ein bisschen angetütert und konnte jetzt nicht mehr so einschätzen, wie viel er jetzt noch da hinlegen soll oder nicht. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man angetütert ist. So. Da kannst du wieder. Er hätte natürlich auch all in gehen können. Stell mal vor, du bist betrunken und gehst all in und gewinnst. Ja, ist ja so. Fortuna hilft manchmal den Leuten, wo du es nicht denkst. Bist betrunken, gehst, machst all in und gewinnst. Das wäre echt so. Das ist so typisch dann, oder? Das ist so typisch. Sollen wir mal sehen, bei wem Fortuna so zuschlägt jetzt bei euch hier. Zack. So. Okay. So, das heißt, nächste Runde fangen wir jetzt mit 200 an. Das heißt also, Big Blind 200. Small Blind 100. So, und ist sowas, du kannst gleich entscheiden, ob du mitmachst. Die Blinds fressen dich sonst auf, Digga. Ich habe auch das Gefühl, dass ich verlieren werde. Naja, wenn man jetzt wartet, ist strategisch, also jetzt muss man halt, da kommen die Bluffer halt, ne? Ansonsten fressen dich die Blinds auf. Wer ist dran? Ist sowas noch? Also ist sowas. Ach so. Ja. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Joker? Ja, ich denke mal so 500 legen wir rein. Also du bringst erstmal die 200, sagst du, ja? Ja, und dann noch plus 500 dabei. Und dann nochmal 500? Ja. So. Und Prometheus? Ich gehe mit. Natürlich, hast ja ein bisschen Taschengeld zu liegen. So. Kannst du zumindest mal die ersten drei Karten leisten, also um sie dir anzugucken zu können. Ist da was? Da bin ich raus. Sorry. Da ist er raus. Ich guck mal nochmal, was er hatte so. Bin ich mal gespannt. Hast du dir deine Karten gemerkt? Ah, siehst du ja sowieso im Discord, okay. Okay, dann war die Runde das schon. Dann los. Achtung, die ersten drei Karten. Warte mal. Wenn du alleine lebst, wie kann es sein, dass da ständig ein Mann um die Ecke schaut. Was? Alter, ich will euch das. Ach, meinst du den hier? Das ist der Onkel mit den Tausendern, ne? Der hier. Das ist der Onkel Tausend, nennt er sich. Schöner Profilname. So, Achtung. Onkel Tausend. Mal gucken, wann der erste kommt, wenn er sich Onkel Tausend nennt. So, Achtung, geht los. Attention, please. Die ersten drei Karten ist coming. Die kommt bestimmt von Juno oder so. Achtung, die Herr Dream ist coming. Oh, Karo 6, hier bahnt sich eine Straße an. Kommt jetzt noch eine 5 oder eine 8? Wir werden es jetzt gleich wissen. Ein Junge. Ein Junge, wie Gott ihn geschaffen hat. Na also. So, dann würde ich sagen, Joker. Ich checke. Joker sagt, ich checke. Prometer? 500.
Jetzt foppt er ihn zurück. Jetzt sagt sich Joker 500, jetzt foppt er mit 500. Ja, dann gehe ich raus. Oh, Baby geht raus, sagt er sich. Na gut. Interessant, wirklich interessant. Sehr interessant. Jetzt hat gerade Prometheus die Joker-Strategie verwendet. Wer hätte das gedacht? Kann ja sein. So schlug Prometheus Joker mit seinen eigenen Waffen. Das, Ladies, ist die hohe Kunst des Pokerns, den Gegner mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ah, da merkt man den Hai. Sag ich euch. Er hat immer noch die Münze. Die Münze bringt ihm Glück. So, Istovos hat schon gedacht, dass er auch die Münze hat, aber leider. Ihr müsst diese Karten auf der Hand haben. Ich hätte gerne mal Bock, die Karten einmal durchzumischen mit der Maschine, aber es geht jetzt nicht. Achso, wir müssen Ultimichi wegmachen, oder? Fällt mir gerade so auf. Soeben wurde Ultimichi aus dem System gelöscht. Das ist fast wie bei so einem Online-Poker-Ding, oder? Bei diesen virtuellen, wie die Namen sich so langsam auflösen alle. Zack, weg sind sie. So. Zum Schluss bleiben dann nur noch die, die durchhalten. Zack. Eine kleine sozusagen, wie die 51er sagen würden. Eine kleine. So, zack. Hey, die Musik ist irgendwie schön. Okay, dann der Joker. Du hast eine Maschine und benutzt die. Ja, weil es sonst zu laut ist, Hightech. Sonst fliege ich aus meiner Wohnung. Weißt du, ich darf gar nicht. Normal dürfte ich jetzt gar nicht sprechen eigentlich. Und Valencia. Das ist ja das Problem. Ist das so schlimm da bei dir, ja? Nee, ich meine, normale Stimme ist zu laut. Oh Mann. Ja, aber ich kenne das. Deswegen rede ich auch nicht so viel. Ja, ich bin aber ein Mensch, der redet aber gerne. So. Aber nicht weiter sagen, soll keiner wissen. Hörst du mal. Das muss unter uns bleiben, okay? Klar. Muss ja nicht jeder wissen. Wenn wir gerade schon mal unter uns sind hier im Discord, das muss ja nicht jeder wissen. So. Zeig. Oh, das sind gute Karten. Also manchmal denke ich, es finde immer interessant, was hier alles immer so für Karten, also die ganze Zeit schon so. Ich bin immer fasziniert, was da so für Karten einmal kommen. Vor allen Dingen auch in der Mitte so. Das ist immer völlig schon wieder völlig verrückt. So. Sag mal, ist da was? Oh Prometheus. Jetzt kommt der Joker. Jetzt zock ich dich ab, mein Freund. Okay, zack. So, das heißt, Big Blind haut jetzt 200 rein. Oh, da braucht er ein bisschen Taschengeld. Ich gebe Joker mal 500er. Wer ist der Big Blind? 1, 2, 3, 4, 5. So, Big Blind 200, Small Blind 100. So, Joker, du kannst ich bin entscheiden. Dran, gell? Ja, willst du jetzt mitgehen? Ja, ich setze direkt mal 2000. Ja, du gehst also, du bringst die 100 und machst noch 2000, ja? Ja. Ein bisschen, damit sie alle mal wach werden, die sind alle so ruhig. Ich will die Adrenalin spüren, ich will wissen, ob sie noch leben. Das heißt, Prometheus, du musst 2200 bringen. Oh, mach mal. Jetzt will mal ein bisschen was abgehen. Also, und Schmackes. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. So, isst du was? Ja, mach mal. Also du musst nur noch, du bringst dann nur noch 2000 sozusagen. Aha. Boah, jetzt sind auf dem Tisch 1, 2, 3, 4, 5, 6.000. Nicht schlecht, Leute. 6.000 auf dem Tischchen. Tanzen auf den Tischchen rum, auf den Tischchen rum. Zack. Okay, dann geht's los. Achtung, Schlüpfer hochgezogen. Jetzt geht's richtig ab hier. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Karte Nummer 1. Die wunderschöne 8, die heute andauernd kommt. Ja. Genauso wie manche andere Karten andauernd kommen. Ist schon fast mystisch, ist vielleicht noch kein aufgefallen. Achtung, die nächste. Das war Karte. Gestern was. Zack. Karo 5, wir sind immer noch bei Karo, sieht sehr schön aus. Könnte eine Straße werden, Achtung, pass auf. Karte Nummer 3, versaut natürlich alles wieder. Pik 2,
Die Straße ist vorbei. So, dann Big Blind, ist da was? Ich checke. Ist da was checkt? Joker? Oh, ich sah mal so ein Tausender noch. Noch mal ein Tausender, er will einfach mal ein bisschen das erhöhen hier. Prometheus? Ich brauch Kohle. Das stimmt. Prometheus? Ich geh mal mit. Prometheus sagt, ich geh mit. Ist da was? Ich geh auch mal mit. Oh, mutige Runde. Na jetzt. Ich sage euch, jetzt. Jetzt brennt die Luft. Lass mal kurz innehalten, kurz mal einen Schluck trinken. Trink mal alle einen Schluck, sonst kriegen wir eine trockene Kehle von vielen Geld hier. Ja, gut. Oh, ich drücke mal meinen Orangensaft auf und dann trinke ich eine Schokolade. Gestern hast du eine Stunde Beatbox gemacht. Wer? Und Korisch Galöchen, Ditsch. Wer hat Beatbox gemacht? Wer hat einen Beatbox gemacht? Na du. War doch keine Stunde. Na, aber gefühlte Stunde. Echt jetzt? Nee. Ich kann gar keinen Beatbox. Woher soll ich denn? Kann ich gar nicht. So, attention please, geht los hier. Alle sind gespannt auf die nächste vierte Karte, denn ich zähle es nochmal durch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 im Tisch. Am Tisch, auf dem Tisch. Was denn auf dem Tisch? Na, auf dem Tisch, Mensch. So, Achtung, 9.000, wer wird die wohl bekommen? Wir sind jetzt bei 9.000, wer wollen sie noch mehr? Wir werden es gleich sehen. Achtung, die vierte Karte wird uns zeigen, eine 5. Somit haben wir ein 5-Pärchen. Die Möglichkeit auf ein 3er und ein 4er ist schon gegeben, man weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, das heißt also, Big Blind, ist da was? Wie sieht's aus? Ich checke erstmal. Ist da was, sagt, ich checke? Dann natürlich unser Joker. Ich gehe all in. Ich stehe sogar jetzt. Er ist soweit. Ja, so, jetzt muss ich mal fragen, wie sieht's aus mit. Ich bin raus. Du bist raus? Weil dann brauche ich nicht bei Joker erzählen, weil wir alle rausgehen. So, raus. Wie sieht's aus bei Istabos? Also ich gehe jetzt mal mit. Also wenn ich jetzt verliere, dann ist Poker echt nicht mehr. Okay. Ich habe bisher irgendwie zwar gute Karten bekommen, aber die anderen waren immer ein bisschen besser. Ja, du kannst ja nicht immer Glück haben. Wie gesagt, es ist beim Zwilling, entweder hat man richtig Glück oder hat auch mal wieder Pech. Also das ist so beim Zwilling. Okay. So, warte, wir müssen mal gucken. Das heißt, du gehst da so weit mit, wie praktisch er das. Also 1000, 2000, 3000, 4000. 4.000, die 4, oh, scheiße, jetzt habe ich den Tausender geknickt. Ach du Scheiße, jetzt wird er eingearbeitet, kannst du sagen. Auch 4.000 hast du auch, wunderbar. Steve, du musst aber auch stehen dabei, gell, am Tisch. 1.000. 2.000 nochmal. Ich stehe sogar auf dem Tisch. Ja, fallt mir bloß nicht vom Tisch, Leute. So, dann nochmal 400. Wie kann ist sowas aufbringen, die 400? Okay, oh, die rochen sich beide in der Pfeife fast. So, dann 50. 150. 250. 300. 300. Warte mal. 50, 100, 250, 300. Junge! Warte mal, ich muss hier nochmal. 50, 100, 250. Nee, Mann, 50. 100? 150, 200. Also 200 beide. Dann nochmal jeder 50, 50. So. Lass mal das mal hier an. 100, 100, 100. Das heißt, all in praktisch ist sowas, ist komplett auch all in. So, bei Joker sind es praktisch, das so viel hat ist sowas nicht. Das heißt,
er kann ja nur das bringen, was du hast. Das heißt, das bleibt dann übrig bei Joker, oder? Ja, ja, genau. Das, so sieht's aus. Das bleibt dann erstmal übrig, weil mehr hat er ja nicht. So. Auch wenn ich verliere, habe ich noch das übrig. Dann hast du noch ein bisschen übrig, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Karte. Unsere Karten könnten theoretisch jetzt schon aufgedeckt werden. Nee, wir wollen ja nicht, wir wollen ja noch ein bisschen spannend machen. Das soll ja auch richtig. So, wie sieht's denn aus mit den Zuschauern, mit den Ladies and Gentlemen im Zuschauerraum? Seid ihr denn alle ein bisschen aufgeregt? Ja? Wie Sie ja jetzt gerade sehen, Ladies and Gentlemen, entscheidet sich jetzt hier. Praktisch hier entscheidet sich das jetzt schon. Also hier ist jetzt praktisch wirklich, auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen. Es 3,3 Zuschauer sagt, was? 3,3 Zuschauer sind gerade anwesend. Nicht schlecht. Meistens sind es ja Millionen. Ja, also im Durchschnitt sind es Millionen. Also wenn ihr jetzt eine Zahl seht, also praktisch, ihr seht jetzt irgendeine Zahl mit Zuschauer, ja, dann müsst ihr dahinter noch ein M machen. Ja, ein M. Das wird leider bei Twitch nicht angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer da sind, aber macht mal noch ein M dahinter. Wie viel sind denn gerade da? Wie viele Zuschauer? Wie viele Zuschauer sind denn da? Also wie viele Millionen? Ihr müsst so 70 Millionen. Alter Schwede, 70 Millionen. Also erstmal Grüße raus an alle 70 Millionen Zuschauer. Digga, da wackelt die Wand. Für 70 Millionen Zuschauer, setzt euch wieder hin. Setzt euch hin, ich weiß, das ist spannend. Denn Joker und Istvos stehen schon auf dem Tisch. Ja, also bitte nicht übertreiben. Okay, dann würde ich sagen, wir machen es doch für die beiden, wir machen es für alle spannend. Wir decken mal die Karten tatsächlich auf, weil ich finde es doch, das ist die spannendste Version. Okay, dann gucken wir mal hier. Eine 8. Das heißt also, Joker hat schon zwei Achten. Schauen wir mal, ist da was? Der hat eine 7. Oh, interessant. Ja, dann würde ich mal sagen, decken wir jetzt erstmal nochmal eine Karte auf. Das ist aber auch spannend hier, Achtung. Zack, eine 3. Oh Mann, das ist hier, guck mal hier, 2, 3. Wenn jetzt einer noch eine 4 hat, dann wäre es 2, 3, 4, 5 oder so. Kusi, die 3 zurücklegen bitte und die nächste Karte ziehen. Du musst immer erst eine weglegen. Oh, gut. So. Dann ziehe ich jetzt einfach eine neue Karte, ja? Mhm. Oh Mann, das war jetzt aber hart für alle. Alle haben jetzt gedacht, okay, dann die nächste Karte. Die 4, na noch besser. Jetzt haben wir hier eine 4, eine 5, jetzt fehlt noch eine 3. Dann hätten wir eine 3, 4, 5 und eine 6. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall, so, schauen wir mal. Joker hat, der hat tatsächlich 2 Achten und 2 Zweien. Ach du Scheiße, ist da was? Ich hoffe, du hast jetzt irgendwie noch eine 5. Warte mal, er hat 2 7. Und er könnte auch nur 8 haben, dann müssten wir den Pott teilen. Nee, er hat 2 7 und eine 5. Ja, da hat er verloren. Da habe ich gewonnen. Ja. Ey, ist doch was, du hast jetzt zweimal fast alles gewonnen, weißt du das? Ja, geil. Ja. Ist doch was, du hättest jetzt fast zweimal alles gewonnen. Einmal bei Prometheus bei dem Duell und einmal jetzt bei Joker bei dem Duell. Ist das mir aufgefallen? Und bei dem Assen hättest du auch richtig kassieren können, sozusagen. Ja, aber bei den Assen habe ich, glaube ich, am Ende verloren. Also, wenn ich mitgegangen bin. Nee, du hättest gewonnen. Ja. Ja, du hättest gewonnen. Du hättest gewonnen. Okay. Das heißt, heute war dein Zwillingsglück nicht mit am Tisch. Ja, ich denke mal, Pokern ist auch nicht so meine Sache. Ja, da muss man, wie gesagt, das ist ja ein Glücksspiel, das nicht vergessen. Ja, das ist ja auch ein Glücksspiel. Ja, würde ich sagen, das war's. Ja, durch das All-In. Glückwunsch. Durch das All-In, aber wie gesagt, danke. Prometheus ist ein harter Gegner, das hat man gesehen. Ja. Also Prometheus, vor allem hat der oft immer diese P6 gehabt, der hat andauerend immer P6 gehabt. Also Peak 6. Mir ist es schon aufgefallen, der hat fast andauernd Peak 6 hat er gehabt, andauernd. Wildkatz hat mir Glück gebracht und eine Platz von Wildklatze. Der ist ein Glück, das scheint ein Glücksplatz zu sein. Also oben der Platz, aber diesmal Prometheus war auf diesem Platz, der manchmal ein bisschen Pech bringt, Prometheus hat diesen Platz sozusagen entzaubert, der hat den Fluch gebrochen von diesem Platz. Ja. Prometheus ist ein Fluchbrecher sozusagen, der hat diesen Fluch gebrochen. Nicht schlecht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mal mehr Coins habe wie letztes Mal. Letztes Mal habe ich ja verloren.
Ja, aber jetzt. Diesmal fühlt sich ist sowas wie Joker letzte Mal sozusagen. Ja, ich fühle mich so wie das letzte Mal. Beim nächsten Mal ist sowas. Beim nächsten Mal wirst du vielleicht der große, wenn du dieses Zwillingsglück hast, kann dich keiner schlagen, weißt du ja. Und guck mal, hier Prometheus hat auch immer gute Karten gehabt. Also der hat meistens immer gute Karten gehabt. Ja, also, ich hatte auch gute, aber nie in der Mitte. Und ist sowas, du hast deine guten Karten manchmal nicht so genutzt. Also hättest du vielleicht ein bisschen riskanter spielen müssen. Ja. Ja, war doch schön, oder? Das war auf jeden Fall schön, nee, Leute. Das war auf jeden Fall eine angenehme Runde, also. Ja. Also, danke auf jeden Fall. Dann würde ich sagen. Wo ich die 8 und 2 gesehen habe, da habe ich gesagt, ich dachte zuerst, komm, vielleicht gewinnst du mal mit schlechten Karten. Und was war? Direkt 8 und 2. Dann habe ich gesagt, gut, machst du mit? Nur bei der 5er, wo dann 2 5er in der Mitte waren, da habe ich Schiss bekommen. Da habe ich gedacht, scheiße. Aber da habe ich gedacht, machst du weiter, gehst du einfach all in. Aber siehst du, der Mutige wurde belohnt. Diesmal war Joker mutig gewesen, der Mutige wurde belohnt. So, dann würde ich sagen, dann gehe ich raus aus dem Discord. Danke erstmal an alle fürs Mitspielen, ja? Und ich zähle dann mal die Kohle zusammen, ja, Leute? Und vielen Dank für alles, ja? Jo, vielen Dank. Okay, tschüss. So, zack. So, ich bin, glaube ich, raus. Genau, ich bin raus. Dann gehe ich mal schon mal in die Poker-Ecke hier, wo unsere Kontrahenten eingetragen werden. Wunderbar, ich mache mich mal ein bisschen größer. Hey, was geht, Diggas? So, das heißt für die YouTube-Leute, überraschend, hier Prometheus, großer Favorit, hat gut gespielt, war zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen, ja, hat sich mit den Blöffen zurückgehalten. Istevos hat praktisch seine Chancen nicht wirklich genutzt, war zu zaghaft, wurde dann praktisch von Joker zerstört, der praktisch manchmal nicht wusste, soll ich jetzt mehr oder soll ich nicht, der da auch noch nicht so wirklich die Sicherheit am Tisch hat. Also das heißt, Joker hat diesmal sehr viel Glück gehabt, weil er praktisch auf Risiko gespielt hat. Das wird ihm bei den Masters nicht helfen, weil bei Masters musst du diese Versiertheit haben von Prometheus. Der praktisch, das ist einer von den Masterspielern, die später nicht aus der Ruhe kommen. Bei Joker, der wird dann, muss er gelernt haben, bis zu den Masters die Sicherheit zu bekommen und nicht einfach wild durch die Gegend zu bieten. Sonst kommt jemand wie Prometheus, der ihn einfach auseinandernimmt. Weil der genau weiß, der blufft jetzt gerade, da gehe ich mit und dann nehme ich ihn alles weg. Ja, da muss er noch ein bisschen üben, dass er da mit dem Blöffen nicht so auffällig blufft. Also, ne, sonst merken die anderen sofort, der blufft doch rein die Kohle und dann ist er weg. Muss man lernen, das ist nicht einfach und das ist Poker. Ja. Immer wieder vom Feinsten. In diesem Fall nimmt Ben erstmal locker die Aufnahme. Für die YouTube-Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ulti Michi war, wie gesagt, unser schwieriger Kamerad. Zweite Mal alkoholisiert am Tisch. Ja, beim dritten Mal werden wir einen Alkoholtest durchführen. Da muss er pusten. Und sonst kann er nicht teilnehmen, weil er sonst die Runde auffällt. Michi hat ja zum Schluss stark auf der Bremse getreten, kann man sagen. Ja. Und aber trotzdem, wir liegen gut in der Zeit. Es ist 2.46 Uhr, theoretisch gesehen. Theoretisch könnte man noch ein Spielchen machen, aber wie gesagt, dann wird es zu spät, dann wird es 6, 7 und naja, man muss ja auch ein bisschen die Kürze. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes spielen, keine Ahnung, Hallenheimer oder Tisch auf dem Tisch. Ach so, und hier für Prometheus und Istevos, kommt mal vom Tisch wieder runter, ne? Joker. Joker und Istevos, kommt mal vom Tisch wieder runter. Also nicht, dass jetzt auf dem Tisch da stehen bleibt oder sowas. Ja, sehr schön. Ich hoffe, Istevos macht auch wieder mit. Also, dass er wieder mitmacht und dass er jetzt nicht ganz so traurig ist. Nicht Istevos. Mensch, Istevos. Sei mal nicht so traurig. Das wird schon. Du bist Zwilling. Glaub mir das. Du machst die alle noch fertig. Glaub mir, das Istevos. Der Zwilling hat es drauf. Und ja, und Shiro, Hallöchen. Also, hier, Prometheus hat gut gespielt. Hat mir gefallen, sein Spielstil war schwierig zu lesen, hat einen schwierigen Spielstil, Dingsbums. Und Champion, Ditch, Hallöchen. Und ja, für die YouTube-Leute beenden wir mal die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und sind wir gespannt. Wie gesagt, das sind jetzt noch die Vor-Kreisliga-Spiele. Ich kann es ja nochmal hier zeigen. Ja genau, ich zeige euch mal noch die Zusammenrechnung vom letzten Mal. Warte mal. Ich zeige euch mal die Zusammenrechnung vom letzten Mal.
Und Hallöchen alle Neuen und alle Alten übrigens. Und alle 79 Millionen Zuschauer oder was das gerade waren. Also herzlich willkommen auch alle 79 oder 70 Millionen Zuschauer da. Willkommen bei Hypnos World. Discord, Tabelle für Poker. Discord-Frauen. Hä? Wie, ich hab Whisper. Was meinst du denn jetzt wieder, heutig Mensch? So, warte, ich schalte es mal um. Dass wir das nochmal auf Video haben, ja? So. So, hier haben wir nochmal die Liste vom letzten Mal. Ich will es mal ein bisschen zeigen. Wie wir sehen, letztes Mal gesehen haben, hat der praktisch. Wobei, ich muss ein bisschen länger machen. Ah, jetzt, ja. Wie wir sehen kann, Young ist immer noch in der Liste Favorit. Aber Ferreira hat letztes Mal richtig übel abgebissen, richtig, richtig Schütte gemacht. Ja, Marvin, wie gesagt, ist jetzt noch nicht so aktiv gewesen, nicht da gewesen. Der Lux, wie gesagt, hat auch tierisch abgebissen. Wildkatze hat letztes Mal gut mitgebissen. Diesmal kommt noch ein Joker dazu. Der war ja letztes Mal, wie gesagt, also beim letzten Mitspielen war er ein bisschen traurig gewesen. Istevos hat diesmal noch nicht mal, wir gucken mal, nichts. Diesmal nicht mal 200 dazu bekommen. Das heißt, er bleibt stehen. Er entwickelt sich erstmal noch nicht. Neuer Kunde mit auf in die Liste ist jetzt diesmal Prometheus ist mit am Start. Ja, mal gucken, was der. Der hat sich auf jeden Fall noch ein gutes Taschengeld sich hier noch erhalten. Das werden wir gleich zusammenrechnen. Ihr werdet es dann immer auch. Warte, ich muss mal leiser bei mir machen. Ja. Ihr werdet es dann auch immer. Ich zeige auch immer wieder mal die Liste hier damit. Damit wir das auf Video haben und das verfolgen können, wie das sich so entwickelt. Wie gesagt, das ist hier noch die unteren Ränge. Das ist hier normale Spielerbasislager. Ja, das heißt also, das ist theoretisch noch, wie soll man sagen. Also du bist ein unbedeutender Spieler. Du bist praktisch ein unbedeutender, unwichtiger Spieler, weil du hast bist noch nichts. Nicht dort, hier Kapital bis 100k ist also nichts. Ja, wenn du es dann schaffst, in die nächste Liga zu kommen, da müssen wir uns vielleicht noch einen anderen Namen ausdenken, weil es Amateur oder Amateurliga sozusagen, da bist du ja schon mal wert. Ja, da hast du etwas über 100k, da kannst du sagen, so, ich bin jetzt schon mal in der Amateurliga wenigstens. Ja, du bist ja noch, also hier unten bist ja noch nicht mal immer Amateurliga. So, und wenn du dich hier durchgequält hast, dann wird es interessant, wenn du bei den Semi-Pros bist. Ja, da kannst du dann schon sagen, du hast schon ein leichtes Poker-Face. Ja, und dann arbeitest du dich natürlich nach oben, bist dann bei den Masters. Und da wird natürlich ab 1 Million richtig, da sind dann die richtigen Haie am Tisch, kannst du sagen. Ja, weil die haben sich halt hochgearbeitet. Und sonst wären sie da oben nicht, ist ja klar. Oh, die mussten viele Spiele machen, um dahin zu kommen. Das heißt also, wir sind gespannt auf die Masters, wer da alles mitspielen wird, wer noch da sein wird, wer wird durchhalten, wer ist ein richtiger Zocker sozusagen. Wer hat das im Blut, dieses Pokerface? Und bei wem sitzt Fortuna mit auf der Schulter und bei wem nicht? Wir werden sehen, das ist noch ein langer Weg und wir werden gucken, ob wir dieses Poker durchhalten, ob wir spielen, weiterhin spielen, ob wir gute Spieler, also ob wir Spieler finden, die mitmachen wollen, ob es noch eine spannendere Kiste ist. Also heute war wieder geil gewesen und letztes Mal auch. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich freue mich drauf, auf das nächste Poker-Ding und gucken, wer zuerst alles in die Amateurliga kommt, die sogenannte Kreisliga. Ich glaube mal, Kreisliga mache ich mal weg. Ich mache mal einfach nur Amateurliga, damit es ein bisschen anständiger, ein bisschen gediegener und ein bisschen seriöser aussieht. Weil Kreisliga ist ein bisschen Amateurliga und dann kommen die Semi-Pro. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir mal das Kreisliga weglassen, wegmachen, dass es halt ein bisschen gediegener und anständiger und seriöser aussieht und sowas alles. Ja. Also dass das dieses Kinderflair so ein bisschen wegkommt und dass wir dann bei den Erwachsenen ankommen, auch mit dem Text hier und so. Wir arbeiten ja dran. Wie gesagt, und wer mitspielen will, hier nochmal eine kleine Werbung, der guckt sich dieses Ding hier an, das kann man sich ausdrucken und dann kann man auch mitspielen, auch wenn man keine Ahnung hat und so kann man dann langsam lernen, von der unbedeutenden Liste der Spieler hier unten, sich durchs Lernen, durchs Schulen des geschulten Blickes und des gefühlsechten Poker-Blickspielers sich dann in die Amateurliste zu spielen und dann natürlich hochzuspielen. Es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Jeder fängt ja mal klein an. Das ist ja so. Das muss man halt lernen. Ja, in diesem Sinne soll jetzt aber Aufnahme werden. Okay, wissen wir Bescheid, Digga? Natürlich. So, ich schalte mal um auf so Tischmodus. Ditsch. Okay, na dann los. Abflug hier. Wir sehen uns. Also für die YouTube-Leute. Wir müssen jetzt hier im Livestream machen wir natürlich noch weiter hier. Abflug.